Liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren großartigen Livestream hier mit eurem Lieblings-Livestreamer Machi. Hier geht's heute wieder los. ARX Premodded Tag 11 ist das. Wir haben letzten Stream richtig, richtig viel geschafft. Ich war sehr beeindruckt, dass wir das alles hinbekommen haben. Natürlich mit ein bisschen Hilfe, sonst wäre das Ganze ziemlich in die Hose gegangen. Und ich glaube, wir hätten den Elemental-Boss sonst nie hinbekommen. Ich habe meinen Kontrast irgendwie verstellt und hinter mir ist es die ganze Zeit so komisch am Rauschen. Da kann ich einfach gar nicht zu. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Ey, Timbify! Alles Gute zu deinem Geburtstag. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Timify. Happy Birthday to you. Ellie 16, Mann. Ich kann dich nicht mehr 15 nennen. Die Zeit ist vorbei, Timify. Wie fühlt es sich so an? Ich habe hier einen Durstlöscher. Man sieht den gar nicht, weil Greenscreen schade schon wieder. Ey, ich habe einfach einen Durstlöscher. Ey, Dark Knight, herzlich willkommen im Livestream-Chat. Freut mich, dass du da bist, Mann. Wie geht's dir? Ey, ich habe heute kurz überlegt, auszusetzen, weil ich echt heftig Kopfschmerzen hatte kurz. Aber ich habe mir eine Kopfschmerztablette reingedonnert und jetzt bin ich hier. Fühle mich alt und muskelkaterig. Warum muskelkaterig? Ey, schüttelt man Durstlöscher oder nicht? Ich glaube nicht, ne? Ey, mein Kontrast ist, glaube ich, echt ein bisschen krass, oder? Ich sehe ja ganz anders aus. Ich sehe ja, obwohl, ja doch, schon. Hä, hey, irgendwas stimmt da nicht so ganz, warte. Bevor du fragst, Video war großartig und perfekt. Ey, das ist nice. Ich habe da nämlich echt wieder, ach, ich saß da so lange dran. So, jetzt bin ich ein bisschen dunkler. Ich glaube, du bist ein bisschen bunt. Ich bin auch bunt. Ne, jetzt bin ich ja genauso bunt, oder? Bin ich genauso bunt? Oder bin ich weniger bunt? Ey, du hast nicht mal 300 Dolos, was ist das denn? Ich glaube, das ist einfach so. Ich glaube, ich bin bunt. Weil ich gestern auch Sport hatte. Ach du Scheiße, gelb sucht ja richtig, ja. Hättest du immer einen Durstlöscher oder nicht? Ich brauche da mal einen Tipp. Aber hinter mir ist halt die ganze Zeit das Ding am Rauschen. Das ist mir auf den Sack gegangen und habe ich daran rumgestellt. Und deshalb bin ich jetzt bunter als sonst, glaube ich. Aber ich weiß nicht, eigentlich ist das näher an meiner Farbe. Ich weiß es nicht. Ey, du alte Rakete. Ey, Schrolli. Schrolli, herzlich willkommen. Freut mich, dass du hier bist. Nee, ich bin sehr bunt. Ab und zu bin ich sehr bunt. Du hast einfach recht. Ich habe gerade mal so geguckt. Ich bin echt bunt. Schon irgendwie. Ey, wie soll ich denn das fixen? Warte, wir machen jetzt hier das zusammen. Wir müssen das jetzt eben zusammen regeln, bevor jetzt alle da sind und wir uns komplett blamieren, okay? Chroma Key machen wir weg, komplett. So, jetzt seht ihr alles, ne? Jetzt seht ihr, wie es eigentlich bei mir aussieht, nämlich übel lame. Einfach ein grüner Bildschirm hinter mir. Jetzt machen wir wieder einen Filter drauf, jetzt machen wir wieder einen Chroma Key drauf. Und dann, moin Meister, moin Gamer Lukas. Und dann sieht das so aus, dann ist meine Hand einfach durchsichtig. Warum ist meine Hand durchsichtig? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Dann machen wir ein bisschen davon weg und dann bin ich nicht mehr bunt und es ist nicht mehr ganz so rauschig. Ey, das ist okay, glaube ich. Ich mag nicht so bunt eigentlich, perfekt so. Ey, meinst du ernst? Ich glaube, ich mache ein bisschen bunter, kann ich mich wieder machen, ne? Ey, Gamer Lukas, wie geht's dir eigentlich? Ich freue mich, dass du da bist. So ein bisschen so. Und ey, das ist zu krass. Hä? Ich glaube, wie man seine Farbe verändern kann, ist crazy. Ich bin sehr verwirrt. Gut soweit, ey, das ist schön, das freut mich sehr zu hören, so soll es sein, Mann. Wie läuft der Grind? Was spielst du eigentlich im Moment? So, wie, lassen wir das jetzt so? Ist das okay so? Bevor ich jetzt wieder irgendein Hate abbekomme? Ich hoffe, das ist gut so. Ey, Durstlöscher ist anders okay, ne? Das ist richtig lecker, Timify, einfach 60, 60, 60, 16. Ey, Baha, herzlich willkommen. Das ist schon scheiße lecker, ne? Bin 60, einfach 60 geworden, ey, da hast du ein bisschen was geskippt. Aber was soll's? Ey, ich überlege gerade, was ich eigentlich als nächstes tun könnte, um so richtig dominieren zu können. Und ich glaube, warum ist es eigentlich schon wieder so nebelig? Ne? Ich habe einfach Nebel ausgeschaltet, trotzdem einfach überall nebelig. Das ist auch schon wieder super nice. Ich glaube, als nächstes, was ist als nächstes überhaupt dran? Ich weiß nicht mehr, was als nächstes dran ist. Ich muss gleich erstmal reingucken. Ich werde jetzt nicht gespoilert werden, Chat. Müsst ihr mir nicht sagen, was das nächste ist. Aber ich glaube, ich gucke mal eben kurz in diesen Boss-Summoner-Dingsbums rein. Ah, ne, der ist kaputt, ne? Oh, da kann ich gar nicht reingucken. Ich glaube, der ist im Arsch. Der ist letztes Mal hochgegangen mit diesem komischen Elementen-Ding. So fühle ich mich manchmal. Ey, ich mich auch. Ohne Witz, ich bin da bei dir. Gerade Rocket League und Overwatch Raid. Overwatch Raid? Was ist denn Overwatch Raid? Was sehe ich denn da? Ja, Gamble ist wieder da. Aber hat gut Cooldown. Und wenn das hier wieder gespammt ist, dann ist das ganz schnell wieder weg, mein Freund. Glaub mir das, Matrix. Hier wird nicht nur gegambelt, mein Freund. Ich mach das schneller wieder aus, als ihr gucken könnt, wenn ihr wieder am Spam seid. Wie lange? Das sag ich dir einfach auch nicht. Sag ich dir auch einfach nicht. Das können nur Mods. Achso, das können nur Mods. Ja, richtig. Ja, ja, hab ich nur für Mods eingeschaltet, damit die nur gambeln können. Der Rest nicht. Das untere Volk darf nicht. Hä, for real? Als ob, hä? Nee, ist es nicht. Das ist nicht nur für Mods. Probier nochmal.
War nur buggy, glaube ich. Ich habe das nicht nur für Mods angeschaltet. Du denkst auch, ich lasse hier nur Mods gambeln, aber was ist das denn? Nee, das wäre richtig. Also ich mache auch mal eben hier ein bisschen Ventilator an. Ich glaube, ich brauche den doch. Ich dachte erst, ich brauche ihn nicht, weil es war gar nicht so warm. Diese Nachricht wurde aufgrund. Oh! Stimmt, Luzi hat das auf die Blacklist gesetzt mit dem Gambeln. Ach ja! Oh, scheiße, das habe ich schon wieder ganz vergessen. Oh, jetzt wo du es sagst, da war was. Freddy, kannst du das runternehmen? Ich weiß nicht, wie man das runternimmt, ehrlich gesagt. Obwohl, weiß ich, wie man das runternimmt? Ich weiß nicht, wo man da hin muss. Community, Aktivitäten, Follower? Nee, keine Ahnung. Da muss ich irgendwie die Mod-Ansicht, glaube ich. Ey, was wollte ich jetzt auch schon wieder machen? Ah ja, ein Boss-Altar machen. Ey, ich habe schon wieder ganz vergessen. So schnell kann ich schon wieder gar nicht denken. So, Boss-Altar wurde mitgenommen. Ey, das habe ich voll vergessen. Moin, Raging Leon, herzlich willkommen. Freue mich, dass du hier bist. Na, alles gut, wie sieht's aus, mein junger Freund? Einfach Mods-Only-Gamble ist das hier. Vor allem da, von den Mods hat nur Freddy, hat nicht übel viele, weil ich weiß, dass Freddy die verzockt. Sonst habe ich allen übel viele gegeben. Weil die dann einfach das an andere verteilen können. Das war so mein. Das war mein großartiger Gedanke dahinter. Aber hat sie noch nicht so ganz gelobt bisher. Trotzdem musste sie immer selber vergeben. Ey, Lava selber, hübscher Mann. Die geht's ja gut. Freut, dass du hier bist, Mann. Wie ist das Leben, Leute? Wie war der Tag heute? Was würdet ihr sagen? Wie habt ihr ihn überstanden? Ich muss sagen, meiner war. Geht so cool, weil ich halt ewig lange an diesem Zweitkanal-Video gesessen habe. Oh mein fucking Gott, aber 35 Minuten ist halt auch anders wild, ne? Ich habe erst überlegt, ob ich das zwei teile, aber zwei Teile stinkt auch immer übel, weil dann habe ich immer so einen komischen Cut am Ende, weil ich dann ja nicht Tschüss sage und so, das stinkt ja auch. Und da habe ich halt auch keinen Anfang bei der zweiten Folge wieder, das stinkt ja auch, alles Kacke. Bald ein neues Pokémon-Spiel. Ist das nicht, kommt nicht dieses Pikachu, nee, Detektiv-Pikachu-Ding bald? Oder kommt hier das DLC? Nee, ne? Ich bin halt im Moment echt aktiv wieder am Shiny Hunten eigentlich. Also jetzt die letzten 3 Tage oder so nicht, aber an sich bin ich wieder unter die Shiny Hunter gegangen und muss mal gucken. Ich habe schon 2 Boxen fast komplett Shiny. Ich wollte nämlich Living Decks machen, jetzt wo Pokémon Home da ist. DLCs im Herbst und Winter, das ist schon wild. Ey, Klobrille? Klobrille? Heißt du Klobrille? Klobrille, hallo? Wunderschöner Name. Wahrscheinlich dazwischen, ey, das ist auch wild. Ey, Marcelino, spielst du noch Pokémon? Bist du eigentlich noch auf dem Grind? Warum kann ich die Arena hier nicht hinsetzen? Warum machst du nicht mal die dicken Shiny Hands wieder? Muss doch mal wieder losgehen hier. Ich kann das Ding einfach nirgendwo hinsetzen, Chat. Ah, da darf ich, okay. Warum darf ich das da und bei den anderen nicht? Weiß ich nicht. Boss 5 habe ich gemacht. Boss 6 ist Nightmare Boss und dafür brauche ich Nightmare Tokens. Oder halt. Oh. Das ist der wirkliche Boss-Boss und da muss ich vorher gegen alle anderen einmal kämpfen anscheinend, oder? Junge, das ist ja crazy. Null Motivation, oh, ich habe eigentlich wieder richtig Bock. Ich hab, das Ding ist, man muss erst einmal wieder anfangen, dann macht das wieder richtig Spaß. Das ist halt so das Ding. Ich glaube, das ist wieder so ein. Ich dachte nämlich auch so, oh nee, eigentlich gar keinen Bock wieder reinzugehen. Und dann war Pokémon Home da und dann dachte ich so, ach, ich transferiere mal eben so ein paar Pokémon rüber. Und dann war ich wieder drin und dann hat es echt wieder Bock gemacht. Man muss erst wieder reinkommen. Aber das macht schon Bock. Ich muss Nightmares knechten, ne? Nightmares knechten, ist das eine Möglichkeit für mich? Lieber Timmify, meinst du, das schaffe ich hier mit dem Bonnie Dragon? Der ist schon OP, oder nicht? Aber den Sattel kann man wahrscheinlich upgraden, oder? Oh, da kann man den Safe upgraden. Irgendwas war da. Aber kann ich den nicht einfach nicht in meine Nähe kommen lassen? Ist das nicht auch eine Alternative? Ich warte auf die DLC und mache dann wieder den Dex voll. Dann wieder den Dex? Ach so, du machst den Dex dann wieder. Ach so, okay. Mit den neuen Pokémon dann wieder voll. Ich dachte so, hä? Hast du neu angefangen oder was? Oder was? Aber okay. Nee, das macht Sinn. Ich könnte halt jetzt jederzeit meinen Dex wieder voll machen, wenn ich ein neues Profil machen würde. Das wäre ja auch easy, weil ich habe ja alles in Home hochgeladen. Das wäre jetzt gar kein Problem mehr. So, dann wollen wir mal gucken. Nightmare-Bosse. Ich weiß ja nicht, ob das alles so gut klappen wird. Ich habe so ein ganz ungutes Gefühl bei dem Stream heute, ehrlich gesagt. Kann man jetzt upgraden? Ich gucke jetzt, ob man den upgraden kann. Ich habe nämlich so ein paar Ingots zu Hause, aber auch nicht super viele. Wird schon gut gehen, Mann, ehrlich. Ist hier jemals was schiefgegangen? Ey, Durstlöscher war schon immer lecker, oder? Das hat einfach noch nie scheiße geschmeckt. Einfach lecker. So, Sattel runter. Dann diese komischen Ingots. Davon habe ich jetzt, glaube ich, 28 Stück oder so. Das ist auch nicht so super viel. Ne, 24 sogar nur. Ich dachte, ich hätte mehr. So, packen wir die hier mal rein.
Und was braucht man noch für den Sattel? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Vampiric Hide 200. Scheiße, wo ist das denn? Und Holz. Okay, Holz ist kein Problem, aber Vampiric Hide, das könnte möglicherweise ein Problem sein. Ne, 85. Hä, ich habe doch was von. Weh, ich verbrauche das jetzt und dann geht das nicht hoch. Das wäre so bitter. Oh mein Gott. Das muss jetzt klappen. Holz, zack. Der Moment der Wahrheit, wir werden es gleich sehen. In deinem Stream geht im Durchschnitt 20 bis 30 Mal was schief. Danke, danke Matrix, danke für das Feedback. Das ist, was ich gebraucht habe. Sattel kann man upgraden. Sattel kann man upgraden. Super wichtig. Super wichtig. Oh mein Gott, 177 Armor. 177 Armor, viel besser. Oh mein Gott. So, hier jetzt noch ein bisschen hier Armor Region vielleicht da drauf. Also so oft will ich das nicht bestätigen. Hier ist, so oft geht hier auch wieder nichts schief. Das ist schon wieder eine Lüge. Das kann ich so nicht unterschreiben, aber. Boah, bei mir war heute heftig Gewitter und alles. Ey, bei mir sieht es gerade so aus, als wenn möglicherweise bald Gewitter vorbeikommen könnte. Also ist ziemlich dunkel und so. Ich habe auch die Erwartung, dass es bald bei mir losgeht, wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch bald Eskalation. Ihr hört das dann im Stream wahrscheinlich. Ich habe eh Fenster auf. Also wenn es losgehen sollte, ihr hört alles. Ihr seid live dabei. Bei mir geht gerade die Welt unter. Siehst du? Dann zieht das bestimmt bald zu mir hoch, ey. 315, 325 Armor. Oh mein Gott, ist das wundervoll. Ey, das ist wirklich wundervoll, ne? 325 Armor ist schon ein anderes Welt. Ich hoffe, ich kann Michi auch noch upgraden. Gerade als ich aus der Schule gekommen bin, natürlich perfektes Timing. Wann auch sonst, ne? Das ist immer das Beste. War 2 Minuten draußen, komplett triefen lassen. Nice. Hier war nur ein bisschen Regen. Ey, bei mir halt noch gar nichts. Also bei mir echt komplett noch gar nichts, aber das kann ja auch noch kommen. Ich will als erstes Nightmare Death Room, glaube ich, oder sowas. Irgendwas, wo ich mir denke, dass ich möglicherweise eine Chance habe. Und dann diese komische Knidara-Dingsbums. Mein Kaka, der ist, glaube ich, zu schnell. Einen wunderschönen guten Abend, ihr netten Menschen. Hallo, Mishan. Herzlich willkommen beim Livestream-Chat. Freue mich, dass du hier bist, Mann. Wie geht's? Mod Mishan, alles gut? Hab einen Mietvertrag unterschrieben. 2 Häuser weiter neben Mama und Papa. Das ist übel nice. Hä, das ist ja richtig nice eigentlich. Also, das tatsächlich hat, meine Schwester hat es so ähnlich gemacht und die ist auch mega zufrieden damit. Ist schon gut, wenn man noch zur Not mal wieder zurück kann und sowas. Hallo Eileen, hallo Udi, Udi, herzlich willkommen. Wer ist denn da so sexy? Ey, selber kann ich nur zurückgeben. Hallo Keks, ey, Keks ist auch da. Ey Eileen, bist du am Kränkeln oder was? Du armes Wesen, Mann, gute Besserung. Ey, schön, dass ihr alle da seid, Leute. Ehrlich, freut mich, euch wieder hier begrüßen zu dürfen in der Runde. Ich glaube, das ist ganz smart, wenn man seine erste Bude hat und nicht so weit von den Eltern weg ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist ein smarter Move. Halt eine Billion Leben. Eine Billion Leben ist halt schon mehr als 2. Weiß ich noch nicht genau, wie ich das mache jetzt. Kann ich hier so hier Potions reinwerfen? Ich hoffe doch. Habe ich auch genug dabei? Ja, ich habe genug dabei. Wisst ihr was? Wir machen hier einen kleinen Test, glaube ich. Ich hätte das eigentlich gerne mit Michi zusammen gemacht. Kleiner Tipp. Oh, will ich einen kleinen Tipp? Ja, vielleicht will ich einen kleinen Tipp. Bevor es jetzt wieder komplett in die Hose geht und ich darf mir einen neuen Freddy Dragon zähmen. Ja, ich glaube schon. Winziger Tipp, ja. Ja, okay, winziger Tipp. Ja, erzähl. Was ist dieser winzige Tipp? Kann man wieder gambeln? Eigentlich ja, aber ich weiß nicht, ob Freddy das gefixt hat. Oder vielleicht muss Mischa das fixen. Ich weiß das nicht genau. Freddy, kannst du mal gucken, ob da irgendwo das Black, dieses, in der Blacklist da dieses Wort drin ist? Das muss irgendwo in der Modliste sein. Das hat Luzi letztes Mal gemacht. Ey, Klobrille, ey, danke fürs Folgen, dankeschön. Hey, warum darf Udi? Hat Timify schon geschrieben? Ist kackegal, welchen Nightmare du angreifst, sind nicht so strong. Das ist ein winziger Tipp oder was? Ganz kleiner Tipp oder was? Timify, das ist. Ich weiß jetzt, dass jeder scheiße ist und wurde komplett gespoilert. Was ist das für ein kleiner Tipp? Oh, ich kotz im Strahl. Das war's wieder komplett. So geht's wieder. Ey, danke, Freddy. Dankeschön. Ich darf nicht. Doch, jetzt darfst du, glaube ich, auch. Ey, danke fürs Folgen, ABC. ABC, schöner Name, ey. Ey, ich sag bei Tipps jetzt immer nein. Ich werde bei Tipps für immer nein sagen. Ehrlich. Nie wieder sage ich ja. Ich wurde einfach schon wieder komplett reingespoilert. Das kann einfach nicht angehen. Oh Mann. Ey, die sind echt kacke.
Wie geht es dir und was hast du so gemacht? Ich habe heute tatsächlich ewig lange an einem Video geschnitten und das war 35 Minuten lang, das auf dem Zweikanal, da habe ich ewig dran gesessen. Und ich habe noch so einen Clip geschnitten, weil ich habe tatsächlich was vor. Ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll, aber ich glaube schon. Es ist ja mittlerweile ein Meme, dass ich ziemlich viele Kanäle habe, muss ich ja schon sagen. Aber ich glaube, es wird ein Kanal gelöscht und das ist, glaube ich, Matschi Shorts. Ich glaube, ich werde Matschi Shorts löschen und lade die Shorts einfach auf den Zweitkanal hoch. Ich glaube, das ist ein smarter Move, weil der Zweitkanal heißt eh Stream Highlights. Also warum nicht Clips da hochladen? Das sind ja auch Stream Highlights, oder nicht? Ich glaube, es wäre mal gut, wenn ich mal wieder einen Kanal ausmisten würde. Wer braucht vier Kanäle zum Fick? Keiner. Und nur das, was? Ey, wenn es wieder nur gegambelt wird hier, ne? Dann mache ich so wieder aus, ohne Witz. Das dauert nicht lange, Chat. Das dauert nicht lange. Dann mache ich das so wieder aus. Jetzt X-Defiant Beta wieder probieren. Ey, ohne Witz. Ich habe die probiert heute, habe die vielleicht 20 Minuten gespielt und mich hat es gar nicht abgeholt. Ich fand es echt nicht cool. Und eigentlich bin ich ja ein Fan von so COD-mäßigem Gameplay, aber. Hallo Pokémon-Meister Tim, herzlich willkommen. Aber das hab mich echt nicht so gecatcht. Einfach nein, halbe Klasse von Möwen attackiert? Was zum Teufel? Hä, wo ist er hin? Oh Leute, ich habe einfach gar nicht hingeguckt. Much-Beta, ja, könnte man so sagen. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt so unterstützen würde, aber nee, also es hat mich halt einfach nicht abgeholt. Ich fand halt irgendwie das ein bisschen lame. War das auch so? Nee, ruckelig gar nicht. Es war tatsächlich richtig smooth bei mir. Ich hatte so ein, zwei Ruckler am Ende, wo ich ausgemacht habe. Oh, da war es ein bisschen ruckelig ab und zu. Aber sonst war das super flüssig bei mir. Nice Gameplay, ey, Dankeschön. Ja, kann eh ja nichts für, dass das ewig dauert, ey. Habe ich auch nicht ausgesucht. Ich weiß auch nicht, ob man irgendwas von dem bekommt. Keine Ahnung. Bei mir gar nicht. Holy, hä, warum das denn? Was so, ich habe Einstellungen auch sehr runtergestellt. Ich habe alles auf Lone Mittel gestellt, glaube ich. Kann man nicht einbauen, dass es länger dauert, bis man gambeln darf? Ja, ich kann das, aber das ist ja schon recht hoch. Ich finde 1,5 Minuten schon nicht wenig. Aber ich kann es halt noch höher stellen, von mir aus. Mache ich halt auf 2,5 oder so. Hab Shiny Gespinst durch Random Raid bekommen, bin der glücklichste Mensch der Welt. Das kann nicht wahr sein. Als ob. Als ob. Junge, das ist schon richtig wild. Das ist schon sehr wild. Also, seid ihr gegönnt, herzlichen Glückwunsch, Mann. Das ist crazy. Holy shit. Vielleicht hostet auch einer gerade die ganze Zeit einen Shiny Raid, weil er einen bekommen hat und vorher gespeichert hat oder so. Das kann halt auch sein. Das könnte halt sein. Ey, das ist so ein langer Kampf. Was zum Fick? Ich hoffe, Michi hat echt gleich Zeit, ey, und unterstützt mich ein bisschen, weil ich gegen die alle kämpfen muss und die alle so sind. Übel nervig. Ich muss ja nur einmal healen und dann ist Feierabend. Hier, da, zack, Prime Heal Potion. Dann bin ich wieder full und dann mache ich die ganze Zeit weiter. Mache ich mehr Schaden, wenn ich Linksklick drücke eigentlich? Nee, ne? Nee, auch nicht. Mit Siegel und Shiny auch einfach Seele. Das ist echt, ja, das ist echt crazy. Aber ich könnte mir vorstellen, dass halt jemand vorher gespeichert hat und jetzt die ganze Zeit diesen Raid hostet wahrscheinlich. Was habt ihr heute so Schönes getrieben? Habt ihr einen aufregenderen Tag gehabt als ich? Weil meiner war echt nicht so aufregend. Ehrlich gesagt. Meiner war echt nur Videoschneiden. Redet ihr über Pokémon, über Pokémon? Ja, wir haben gerade über Pokémon geredet, ja. Könnte man so sagen. Gibt es eigentlich bei diesem Stream-Avatars vielleicht auch Dinos? Ey, das wäre sau passend, ne? Und sau geil. Da muss ich mal drüber nachdenken. Da könnte ich die öfter laufen lassen, vielleicht. So, Dinos? Wäre schon mächtig. Ich mach halt. Doch, ich mach 3 Mille. Das dauert einfach lange. Braucht ihr auch so lange, Udi und Misha und Timify safe, ne? Mein Hals killt mich gerade erst einmal duschen. Ey, das ist ja so kacke, ne, Aidin. Ich hoffe, das wird schnell wieder besser bei dir, ehrlich. Mein Tag war schon okay. Spiele gerade auch Vanilla Ark mit einem Freund durch. Haben da gerade eine Blutmutter geknattert. Oh, eine Mutter geknattert? Crazy, Mann. Aber ja, macht man das jetzt so mit 16 oder was? Sieht halt aber gar nicht mal so gut aus. Nee, das sieht echt nicht so gut aus. Das ist einfach recht. Das ist einfach recht. Ne, wir machen Sheet Kill und dann ist er tot. Ach so. Ja, nee, das macht natürlich Sinn. So kann man Ark auch durchspielen. Also, ey, ich habe auch wieder. Vanilla Ark müssen wir halt auch noch durchspielen, ne? Aber ich glaube, wenn wir das jetzt super, super smart machen und gut verteilen jetzt die letzte Zeit. Also, es gibt wieder so ein bisschen News, okay? Ich habe wieder so ein bisschen was mitbekommen im Internet. Nämlich hat einer in irgendeinem Discord geschrieben, dass
Ark Ascendant wird niemals rechtzeitig rauskommen, hat so ein Random geschrieben. Und dann hat da ein Dev von Ark oder so, hat glaube ich drunter geschrieben, wir haben ja auch nicht gesagt, dass das pünktlich im August rauskommt. Wir haben nur gesagt, dass im August die Server runterfahren. Da waren natürlich wieder alle mad. Und dann hat einer das auf Twitter geteilt und meinte so, haha, wir kriegen Ark doch nicht rechtzeitig. Und dann hat die Dolly, die offizielle, ich weiß nicht genau, was die da ist, aber auch irgendwas von Ark auf jeden Fall, die ist auch übel korrekt immer, die teilt immer übel viel mit der Community, die hat so geschrieben, dass es nur ein Troll war und nicht ernst gemeint war und dass das bis jetzt alles gut aussieht anscheinend. Ja, Dolly heißt sie, glaube ich. Die sieht tatsächlich sieht gut aus, ja. Die sieht echt gut aus. Also so, was ich gesehen habe. Ich habe nicht viel gesehen, Profil wird nur gesehen, aber... Ist eine hübsche. Junge, warum immer so, Udi? Warum ist man so? Ich verstehe es einfach nicht. Da enthalte ich mich einfach. Hab schon gedacht, Pixelmon Let's Play. Ey, ich weiß nicht. Sieht noch im Moment ganz gut aus. Im Moment sieht es noch ganz gut aus, als wenn wir wirklich Ark Ascendant bekommen im August. Und alle spielen können und eine gute Zeit haben. Es wird nice. Das wird das Beste überhaupt. Und ich glaube, mega viele Leute werden wieder Ark spielen. Und ich werde übel reingrinden. Ey, ihr wisst es nicht. Ich werde so reingrinden. Und ich überlege, was ich als erstes mache. Ich weiß nicht, wie... Chat, wie würdet ihr das regeln? Wie würdet ihr das machen? Wenn ihr ein Dude seid, der eigentlich YouTube macht, aber super gerne den ganzen Tag streamen würde, dann, wenn das rauskommt. Weil ich mache... Oh, was habe ich da bekommen? Godly Nightmare Soul, Nightmare Token, Nightmare Blood, Godly Tripwire, Narcotic Trap, keine Ahnung, Mann, ich weiß nicht, was das ist. Auf jeden Fall, aus dem Stream YouTube-Folgen schneiden, genau das dachte ich nämlich auch, aber das Ding ist, es gibt halt so Sachen, wo es, glaube ich, smart wäre, direkt da ein Video zu machen, weil das dann halt noch nicht so viele gemacht haben, ne? Ich weiß es nicht, Udi. Ich habe doch nicht so viele Server. Wie viele Server soll ich denn noch haben, wenn ich wieder was Neues machen will? Weil das ist halt... Es gibt halt so Sachen, wo das halt übel smart ist, so der Erste zu sein, wenn man YouTuber ist. Ist halt einfach so. Ist halt smart, wenn man so ein Video hochlädt zu Sachen, wo andere das noch gar nicht haben oder so. Oder da irgendwie so ein bisschen erklären, wie man irgendwas zähmt oder was weiß ich was. Aber ich will auch gerne streamen einfach und das genießen und mich nicht spoilern lassen unbedingt. Das ist halt schwierig. Warum ist das so stark? Ey, warum ist er so stark? Warum sind die Prime-Bosse immer noch strong, obwohl ich hier das Ultralord-Vieh habe, der Zerstörung? Überhaupt so zusammengefasst, dass es Ark mit neuer Grafik... Ich habe ein bisschen Angst. Ich kann die auch nicht treffen anscheinend. Anscheinend treffe ich die einfach mit dem Angriff nicht. Ja, oh doch, ich habe sie tot. Definitiv Stream und 10 Minuten Highlight-Video jeden Tag auf YouTube. Klingt, geht so gut eigentlich. Ich glaube, das ist nicht so wirtschaftlich sinnvoll. Habe mir extra für das neue Ark einen neuen PC zugelegt, weil mein Eier zu alt war. Und dann kam meine Oma um die Ecke und meinte, sie bezahlt den PC? Deine Oma bezahlt den PC? Junge, Omas sind einfach großartig, oder nicht? Kann man nicht anders sagen. Das ist schon wild. Live-YouTube-Video drehen. Nee, das ist immer cringe erstmal. Und zweitens habe ich halt im Stream nicht so gute Qualität, wie wenn ich einfach so aufnehme. Wo ich theoretisch mal mit höherer Quali streamen könnte, glaube ich, seitdem ich meinen PC aufgerüstet habe. Ich weiß es gar nicht. Ich habe das nie getestet. Ich weiß es noch nicht genau. Ich weiß es einfach nicht. Es ist kompliziert, Chat. Es ist wirklich kompliziert. Weil das ist halt sowas, da will man halt streammäßig am Start sein, aber da will man auch halt, weißt du, da will man halt auch videomäßig am Start sein. Und ich kann nicht beides mäßig am Start sein. Also nicht so richtig krass. Dann bessere Qualität.
Ja, ich weiß nicht, ob mein PC ja nicht komplett abdampft in einigen Momenten, wenn man hier so einen Bosskampf hat. Ich weiß es nicht. Erstmal abwarten, ob es überhaupt im August kommt, sonst kommt ja hier, was soll ich sagen, Minecraft kommt dann, ne? Und habe mich noch nicht bei Haki Gimli bedankt, aber jetzt danke für das Geschenk. Aber ich glaube, der ist gar nicht da, ey, Robin. Aber freue ich, dass du hier bist, Jinx, ne? Alles gut bei dir? Wie sieht's aus? Ey, Otz, unser Rechtschreibexperte, ist auch im Chat. Ist das schön, dich hier zu sehen, Mann. Ehrlich, sehr schön. Muss ich den Nightmare-Boss besiegen, bevor ich irgendwie Gordni zähmen kann? Ja, ne? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das so, ne? Gordni sind so die Viecher danach, ne? Die sind übel OP wahrscheinlich. Boah, sind die übel OP? Ich weiß es halt nicht, aber das werde ich ja sehen. Boah, ich habe schon Bock. Find es selber raus. Okay, wenn du das schon so lieb sagst, ohne Witz. Danke, Udi. Danke für dein Feedback. So, nächster Nightmare-Boss braucht auch wieder einen halben Tacher. Ich mache das jetzt einfach. Die müssen halt weg. Die müssen weggeknechtet werden. Kann man nichts machen, Chat. Dauert halt lange. Alleine. Alleine dauert alles lange. KK, ich glaube, den will ich als nächstes. Das ist, glaube ich, wild. Und du warst jetzt dabei, als ich mich bedankt habe. Das stimmt. Ich war live dabei. Hast du recht. Nee, das reicht auch einfach. Was habt ihr am Wochenende geplant, Chat? Ich frage das, glaube ich, schon das dritte Mal und ich glaube, ich habe nie eine richtige Antwort bekommen. Das interessiert mich mal. Habt ihr da irgendwas Wildes geplant? Und wer geht eigentlich zur Gamescom? Geht jemand von euch zur Gamescom? Außer den Bengel, mit denen ich halt sowieso da bin? Das wird schon... Oh, was ist da? Oh, hä? Ist das so ein Gordli? Oh, Fallen Gordli Fenrir. Sind die immer Level 600? Junge, sieht der geil aus. Ich finde es selbst heraus. Okay, danke. Danke, Udi, ehrlich. 2 Monate nur noch. Ich wollte gerade sagen, die Zeit vergeht wie im Flug, ne? Das darf man nicht vergessen. Ich weiß es nicht wegen Gamescom, warum nicht? Altes Weibchen 38? Was willst du mir damit sagen? Hä, was habe ich denn jetzt vercheckt? Pokémon und Gamescom bin dann nicht da. Wochenende. Gamescom, bist du nicht da? Achso, deine Frau. Geburtstagfeier meiner Frau. Oh, das habe ich nicht gelesen. Oh, ich habe das da drüber nicht gelesen. Okay, jetzt ergibt alles, was du gesagt hast, schon viel mehr Sinn, ehrlich gesagt. Ey, Kaka ist ja auch gar kein Ding, ne? Oh, Junge, wenn das nicht so lange dauern würde. Klingt wie ein Film, der Uni angucken würde. Es ist echt so. Es ist halt wie ich so. Ich war auch kurz verwirrt. Ich dachte, das ist irgendwie ein Titel von einem Film. Altes Weibchen 38. Jetzt in allen Kinos. Ich drehe selber. Das war's schon wieder. Das war's schon wieder komplett. Ich schreibe gleich nebenbei Michi, ob der bitte auf den Server kommen kann. Damit ich nicht selber hier den ganzen Tag auf diesen scheiß Karkas rumschießen muss. Das Ding ist, wir haben ja nicht mal Main Booster durch. Das würde nur ein bisschen mehr Damage machen. Ey, das war mir nicht. Ohne Witz, ich war so verwirrt. Und wenn man nur das liest, ist es so komisch. Das ist halt einfach so komisch. Aber jetzt ergibt alles ein bisschen mehr Sinn. Er nennt einfach seine Frau altes Weibchen. Einfach. Schicksal, macht man doch nicht. Macht man doch nicht. Junge Dame musst du schreiben oder sowas. Was ist das denn schon wieder? Holy shit. Das hat mich ein bisschen umgebracht. Das hat gut reingehauen. Themawechsel, meine Frau kommt nach Hause. Okay, okay. Worüber reden wir jetzt denn? Junges Weibchen 22. Der andere Film, den wir gucken wollten. So, hier, warte, wir machen mal eben hier eine Heal-Potion rein. Ich weiß nicht, ob das muss, aber eigentlich muss das nicht unbedingt, aber wir machen das einfach mal. Ey, ein Viertel ist ja schon down, ey. Wow, das ist unglaublich. Diese Kämpfe sind so intens. Das macht es auch nicht besser, Marcel. Okay, okay, sorry. Ey, ich versuch was zu retten, aber es ist einfach schwierig. Es ist schwierig, aus dieser Situation wieder rauszukommen. Ich finde, mein Greenscreen funktioniert heute auch einfach super. Das freut mich auch sehr, dass es einfach hinter mir mal ein bisschen am Krisseln ist. Finde ich eh viel besser. Ist es denn noch warm bei euch? Bei mir ist es gar nicht so krass warm eigentlich heute. Heute geht es echt klar. Ich bin auch ein Nordseebube. Was soll ich denn sagen? Direkt am Wasser.
Meine Tochter hat mich in die Pfanne gehauen, die Ratte. Nice. Nice, sie ist gut erzogen worden, sagst du mal. Was schön kühl, hab sogar Fenster offen die ganze Zeit, ey. Nice. Reife Frauen ab 50. Ah, jetzt in deiner Nähe. Pack zu, hol sie dir. Die sind willig. Von großartiger Community. Der ist echt großartig, ist er auch. Aber ich habe den irgendwie falsch eingestellt. Oder mein Licht ist irgendwie heute kacke oder so. Weiß ich nicht. Aber ich müsste alles richtig sein. Bei mir immer noch 32 Grad. Ach du Scheiße, erstmal sterben oder was, Keks? Was würdest du sagen? Mein Gehänge klebt an meinen Oberschenkeln. Uff. Also, das ist so schön geschrieben, ne? Das kann ich so nur unterstützen, ja. Was geht heute so schief? Ey, bis jetzt gar nichts. Heute hast du hier, bis man alles gut. Ne, bis jetzt alles komplett unter Kontrolle. Bossfights, super easy. Wurde mir auch schon gespoilert, dass die alle so easy sein werden. Also, das sollte alles kein Problem sein. Dauert einfach nur lange. Nur der Endboss wird wahrscheinlich nicht so einfach, könnte ich mir vorstellen. Bin heute auf dem Weg in die Schule geschmolzen. Nein, das glaube ich dir. Das glaube ich dir gerne. Aber gut. Ja, im Alter ist das so. Ey, was sind das für Themen hier schon wieder? Wie kommt es zu sowas? Ich habe halt nichts gesagt. Ich habe gesagt, ist es bei euch noch warm? Das ist das Einzige, was ich gesagt habe. Ihr könnt mir nicht nachsagen, dass das von mir ausgeht. Von mir geht das nicht aus. Mann, oh Mann. Ich mache hier ganz entspannt einen Bosskampf, will mich ein bisschen vernünftig unterhalten mit euch. Frag mal, wie warm es ist und was weiß ich nicht alles. Dann kommt wieder sowas. Das ist einfach unfair. Das ist unsere Bürde, ja. So, nächster Nightmare gleich tot. Das ist natürlich auch unter 18, ach so, ja. Ja, ne, hast du recht. Ey, gibt's einen schnelleren Weg? Ey, hier, Udi, Mishan, Timify, außer sich einen ultrastarken Gortli, Dino 10 oder sowas, muss die jetzt alle so töten? Die haben die bestimmt auch alle so getötet, ne? Auf Horny Dragon und dann mit drei Mann einfach, oder nicht? Das ist ja echt nervig. Finde es selber raus. Okay, Udi. Och Mann, Udi ist schon wieder so toxisch, Mann. Ich kann das schon wieder nicht ab. Wie kann man so sein? Selber raus. Die ganze Zeit. Ah, okay, ich find's auch selber raus. Ich bin Half-Life gleich. Das wird ganz schön knapp. Wow. Wenn es keine Heal-Potions gäbe, dann wäre das ganz schön knapp. Dann lohnt sich das vielleicht einfach aufzubeißen, aber ein Beiß macht ja gar keinen Damage. 1,5 Bilder. Warte, und dann den Bleed immer wieder drauf? Ich glaube fast schon, ne? Oder? Ja, das sieht genauso kacke aus, ehrlich gesagt. Ich glaube, da kann ich besser schießen. Aber es wird noch netter, Marcel. Nur so als Tipp, wie? Es wird noch netter. Was ist denn netter? Oh, ihr redet schon wieder in Rätseln, Chat. Mann, könnt ihr nicht einfach vernünftiges Deutsch reden? Warum denn immer so? Es wird noch netter, sagt er. Du meinst noch schlimmer. Bla bla bla, ja. Freu dich einfach und genieß die Zeit. Okay. Tu dein Ding. Ja, ich tu auch mein Ding hier. Was soll ich denn sonst noch machen? Wo Cookie? Wo echt so? Jetzt bist du mal vor ihr da? Jetzt kommt sie einfach nicht. Weiß ich nicht. Hat die nicht irgendwas gesagt gestern? Ich weiß es nicht mehr genau. Könnte auch lügen. Ich könnte auch ein Lügenbold sein. Ich schreibe gleich Michi. Ich schreibe, ich brauche Unterstützung, weil es ist einfach schwierig. Obwohl die gar nicht schwierig sind, die dauern einfach nur lange. Aber ich würde gerne einfach schneller mit dem fertig werden. Ich mache halt 3 Mille. Und der hat halt ein bisschen was, ne? Ich muss 300 Mal meinen Angriff machen, 333 Mal. Das ist halt ein bisschen schade. Loot sie auch weg! Oh, wir haben so viele Verluste, ne? Wir haben tragische Verluste in letzter Zeit, ich weiß auch nicht. Lurk, ey, danke für dein Lurk, dankeschön. Jetzt kriegst du erstmal eine drauf, oder woran hat's gelegen mit dem Lurk? Glaub schon. Jetzt gibt's erstmal eine Schelle. Dafür, dass du so ein Fiesling im Internet bist. Ey, wir haben ihn gleich. Ist das schön. Oh, irgendwas hat mir geschrieben. Sag mir bitte, das ist Michi. Ach man, nee, ist es nicht. Ich dachte kurz, es ist Michi. Ah, voll die Schelle. Okay. Also gut. Einfach auch verdient. Ganz klare Sache. 8 Minuten pro Nightmare. Hä, das geht ja sogar noch. Mir kommt das viel länger vor, weil ich halt die ganze Zeit doof rumstehe. 8 Minuten ist ja gar nicht so schlimm sogar. So, Nightmare Soul, Nightmare Token, Nightmare Blood und diese komischen Trapbriar-Dinger, die nehme ich da auch wieder raus. Jetzt habe ich davon schon 12.
Was greife ich denn da an? Egal was es war, das war einfach nur ein Apex-Wolf, ne? Der hat mehr Damage gemacht als der Boss gerade. Das muss man nicht verstehen, Bruder. Da weiß ich ja gar nicht, wann hat es gelegen schon wieder. Oh, hier ist ein Dings. Sind die eigentlich wild jetzt noch? Ich weiß das gar nicht. Ah, die sind vom alten Endgame, ne? Stimmt ja, da war was. Ey, ich slide Michi jetzt so in die DMs, was? Ich weiß, das mache ich jetzt sofort. Und dann habe ich die Hoffnung, dass sie mir möglicherweise hilft beim nächsten. Und dann geht das ein bisschen schneller. Michi, ich brauche Hilfe, please. So, ich lasse jetzt extra WhatsApp offen. Ihr hört, wenn Michi antwortet, okay? Was, du weißt? Was soll das denn? Was willst du mir damit jetzt schon wieder sagen? Oh, will Timify mitmachen? Timify, du hast ja auch noch nicht gegen die gekämpft, oder? Hast du? Was du weißt, oder weißt du was, heute zu sagen, das wird so geil, haben Schwenkgrill und Weinlounge. Oh, hä, ihr seid richtige Genießer. Seid ihr gegönnt, Udi? Ne, kann ich nicht anders sagen. Oh, das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Was wollte Timify mir jetzt sagen? Das weiß keiner schon wieder, ne? Versteht man einfach nicht. Der redet einfach in Rätseln schon wieder. Nächster bitte. Wo ist der nächste Nightmare? Ich glaube, der nächste wird die Qualle. Und dann, mehr habe ich glaube ich auch nicht auf dem Server. Nee, dann habe ich alles. Nur die scheiß Qualle noch. Oh, die ist direkt hier vorne. Oh, jetzt erstmal wieder ewig drauf. Und was de Weiß hast du gesagt? Ich habe was de Weiß gesagt? Als ob ich was de Weiß gesagt habe. Hey, du laberst schon wieder scheiße. Sowas wird nie aus meinem Munde kommen. Als ob ich kein Deutsch kann. Ey, wisst ihr, was wir einfach machen? Wir machen nebenbei Pokémon-Kampf. Ich bin einfach der Vorbereitete. Ey, das ist gar kein Problem, Chat. Hä, geht das überhaupt so? Was ist hier, was ist mit Steam passiert? Seit dann habe ich so eine komische Steam-Ansicht, wenn ich in-game bin. Und ich werde angegriffen. Oh nee, ich komme da nicht raus. Zurück zum Spiel. Oh, hä, was haben die über Steam geändert? Das sieht ja alles anders aus. Oh mein Gott. Das hat mich kurz sehr geschockt. Errungenschaften, Notizen. Bruder, wer will mich noch angreifen? Bitte, lass mich alle in Ruhe. Ich muss hier gerade was regeln. Steam hat Update, ist jetzt hässlich. Ich finde es schöner, tatsächlich. Ich mag die Schrift. Ihr seid nur immer am Haten, weil ihr nicht mit Veränderungen klarkommt. Daran hat es nämlich gelegen, Leute. Es gibt so viele Leute, die mögen einfach keine Veränderungen. Und ich weiß nicht, warum. Ach, man muss sich nur wieder dran gewöhnen. Wo ist denn... Oh, ich hatte fast Spielbänden gedrückt. Ich habe eine Nachricht bekommen. Habe ich eine Nachricht? Ach, Mann! Noch einmal. Jetzt mache ich Handy auf lautlos. Das war schon wieder komplett. Nee, ihr hättet das ja gehört, wenn ich eine Nachricht bekommen hätte. Okay, so viel dazu. Ich finde es auch irgendwie cleaner. Ich finde es auch cleaner, ja. Nur weiß ich nicht, wie ich in ein Game reinkomme. Das überfragt mich gerade komplett. Ich versuche gerade hier Stream-Avatars anzumachen und es geht einfach nicht. Muss ich das so anmachen? Oh, das ist ja anders Krampf. Nee, dann kommt auch das Ding. Hä, wie komme ich denn zu meinen Games? Hä? Spielübersicht? Ey, Chat, wie komme ich zu meinen Games? Sagt mir das mal einer, wenn man in-game ist. Ich brauche Hilfe. Guides, Diskussionen, Zusatzinhalte, Steam-Workshop, Screenshots, Freunde, Webbrowser, Controller-Einstellung, Einstellungen, Fenster minimieren. Ich kann nur Spielwenden drücken. Ich komme nicht zu den Games. Ich kann das aber da anmachen vielleicht. Ja. Aber finde es irgendwie unübersichtlicher, weil wenn ich ein Spiel starte, öffnet sich Steam zweimal komplett unnötig. Zweimal? Oh, bei mir gar nicht. Ey, Syntix, freut mich auch, dass du hier bist. Nee, ich glaube bei mir nicht. Hat sich das jetzt geöffnet eigentlich? Autoconnect? Ich glaube schon. Ich glaube, wir haben es hinbekommen. Wir haben es in den Griff bekommen. Ich wollte gerade sagen, ist es immer so. Es ist immer so, dass alte Sachen immer auf einmal irgendwann... Also immer sobald irgendwas Altes weg ist, dann meinen Leute, es ist einfach immer so. Wird immer so sein, weil es so viele Leute gibt, die so Veränderungen richtig schlimm finden. Die müssen so jeden Tag das Gleiche haben und da darf sich bloß nichts ändern und so. Ich finde eigentlich, das neue Steam finde ich clean. Sieht schon gut aus. Oh, da sind ja Pokémon. Oh mein Gott, das hat ja sogar geklappt. Ey, kann ich das Vieh wohl so töten? Oh, was kacke ich? Och Mann, ey. Ey, Syntix, danke fürs Folgen, dankeschön.
Nur ich habe halt das Game nicht gefunden. Das war gerade ein bisschen schwierig. Mag einfach so dicke Schrift nicht und ich folge. Oh mein Gott, nein! Oh, 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 das wird witziger. Okay, okay. Okay, hab's verstanden. Okay, verstanden, verstanden. Okay, 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 okay. Ich weiß jetzt, was ihr meint. Okay, nicht so gut. Fail Nummer 1, yep. Komm mal her, bitte. Oh mein Gott, hä? Wie soll ich denn das jetzt machen? Ich komme nicht mal in Range, um die wieder einzupacken. Hört ihr mein Handy vibrieren? Nee, ne? Da hört ihr einfach gar nichts, oder? Ich werde gerade auf TikTok zugetextet. Kriege ich den wieder, ohne dass der stirbt? Ja, ich glaube schon. Ich muss nur einmal in Range kommen. Ich kriege ihn einfach nicht eingepackt. Doch, hören wir... Oh, ihr hört das? Oh, Leute, mach ich es lautlos. Warte, warte, warte. Ich dachte, ihr hört das sowieso nicht. Wo macht man die Scheiße lautlos? Ach, Handy. Da, okay. Hab's geschafft. Tod 3. Ja, ich glaube, da kommen auch noch ein paar dazu. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es einpacken soll. Wir hatten auch Spaß mit der Qualle. Hahaha, crazy girl, was lachst du denn da so? Da gibt's nichts zu lachen schon wieder. Ich verstehe das nicht. Ich muss einfach in Range kommen, um den einzupacken. Dann ist alles wieder unter Kontrolle, glaube ich. Ich kriege ihn nicht. Ich kriege ihn nicht. Nee, der kennt Dino-Tracker. Der kennt Dino-Tracker. Leider nein, ich werde da reinfliegen. Ich werde da reinfliegen, drüber fliegen. Ich werde da drüber fliegen. Hey, ihr habt das... ihr habt das mit 3 Leuten gemacht und hattet euren Spaß damit, oder was? War das so schwer? Och man, aber macht ihr das auf Distanz? Ich dachte, ihr macht das vielleicht nur im Nahkampf oder so. Zu zweit? Oh. Ich krieg die nicht. Ich krieg die nicht eingepackt. Wie krieg ich mein Body Drank wieder? Ich hab einen Plan. Okay, ich hab keinen Plan. Anscheinend habe ich doch keinen Plan. Anscheinend habe ich gar keinen Plan. Anscheinend weiß ich nichts mehr. Okay, neuer Versuch. Okay. Auch gut, dass ich dafür die Pokémon eingeblendet habe. Sehr gut. Bitte, Rino, lass mich durch. Es ist gerade wichtig. Ich habe hier gerade einen wichtigen Moment. Es geht nicht. Oh mein Gott! Es geht nicht! Passiv, ich glaube, ich kriege die nicht mal auf Passiv, ey. Ich muss noch mal die Pokémon ausmachen. Das hier ist ein bewegender Moment. Habe ich es geschafft? Ja, habe ich. So, kriegen wir irgendwie die Tylas da weg? Oh, der Tyler. Oh mein Gott, der Tyler kriegt diesen anderen Damage. Hä? Boah, warum bist du jetzt hier vorne? Oh mein Gott, es wird schlimmer und schlimmer. Ist mein Freund Drang tot? Mein Freund Drang ist nicht tot, oder? Ist er tot? Erzähl mir keine Scheiße. Bitte. Bitte nicht. Bitte nicht. Lass mich durch, Sarko. Es ist wichtig. Ich weiß nicht, wo ich bin. Oh doch, ich weiß, wo ich bin, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Muss ich hier lang? Ich glaube, ich muss den nochmal killen. Ich glaube, ich finde da nicht hin. Ich bin, glaube ich, falsch abgebogen. Wo bin ich? Ja, wo bin ich denn? Scheiß Sumpf, sieht doch alles gleich aus. Ich bin genau falsche Seite, glaube ich. Ja, bring mich mal um, bitte. Ich muss rüber. Danke. Scheiße. Ist das richtig? Heutige Tode 9, dankeschön. Okay, die Qualle ist wirklich sehr ekelhaft. Da kann ich nicht jetzt um die rum und mein Tüler opfern vielleicht? Ist mein Freund Dragon tot? Kann es sein, dass mein Freund Dragon tot ist? Tut mir leid um deinen Freund, ist er echt tot? Nö, oder? Bin ich blind?
Ja, mein Tüler auf jeden Fall, aber das ist ja nicht schlimm, es war nur. Wirklich? Hä? Hast ihn, glaube ich, eingepackt? Als ob, ehrlich jetzt? Ich habe ihn eingepackt! Ich habe ihn eingepackt! Oh mein Gott! Wann habe ich ihn eingepackt? Wie oft bin ich dann noch reingerannt umsonst? Kann man nicht? Kann man nicht das Ding hier drauf machen und dann nicht mehr geschockt werden? Ich mache einen Dino-Tracker rein. Ich habe einen Plan. Ich mache einen Dino-Tracker rein. Wenn ich dann wieder runtergeschockt werde und sterbe, ist das okay, weil dann kann ich ihn einfach wieder zu mir porten. Aber so wird das nichts. Weil Blitz ist ja eigentlich Element-Damage, oder nicht? Von daher könnte das klappen, oder? 45 Minuten gestreamt, 9 Tode. Ey, das war auch gerade unlucky, okay? Das war einfach unlucky, kann man nichts machen. Wie heißt das? Tracker, ne? So, da. Awesome Tracker. So, 5 Stück, kann ich die machen? Hä, sind eure alle direkt draufgegangen an dem, oder was? Das kann ich mir ja wieder bei euch gut vorstellen, ihr Buben. Wisst ihr was? Ich gebe nämlich nicht auf. Ich gebe nicht auf. Es gibt eine neue Runde. Neue Runde, neues Glück. So schnell kann es nämlich gehen. Ich habe den halt doof eingepackt. Jetzt liegen die Tränke da einfach irgendwo rum. Das ist natürlich auch ein bisschen doof. Aber kann man nichts machen. Kann man wirklich nichts machen. Keine Ahnung, muss ich einfach hinnehmen. Ja, 2 Stück dead. Okay, das ist schon bitter. Kann ich den wohl porten, ohne dass irgendwas anderes mitportet? Einfach wieder dahin. Geht das? Sieht ganz okay aus eigentlich. Neues? Okay, ist irgendwas mitgekommen? Nö. Sieht gut aus. So, was ist jetzt? Ich habe jetzt dieses komische Elemental-Ding drauf. Ich weiß halt nicht, ob das einen Unterschied macht. Ne? Ich habe hier Supreme Elemental Charm. This charm will give you amazing buffs. All Elemental Auras will no longer bother you. Und ich glaube, das könnte doch eigentlich so ein Elemental Aura-Dings sein, oder nicht? Hallo Arthur, Arthur, herzlich willkommen, Mann. Freut mich, dass du hier bist. Weil Odi und ich zuerst genauso reingegangen sind wie du, nur ohne guten Sache. Okay, das ist natürlich bitter. Das ist natürlich bitter, man kommt halt auch nicht wieder in die Range, ne? Das ist halt auch. Ich weiß nicht, ob das klappt. Hat er schon geschockt oder sowas? Ich weiß es nicht. Kann ich nicht einfach auf Distanz bleiben und weiter die ganze Zeit spammen? Ich glaube schon, oder? Laufe ich einfach bis zu meiner Base rückwärts, ist ja egal. Oder schockt die auf Distanz? Die hat ja vorhin auch auf Distanz geschockt. Oh, du stehst sowas von im Weg. Das ist sehr unfair, was hier gerade passiert ist. Das war wirklich kurz unfair. Habt ihr wahrscheinlich auch so gekitet dann danach, ne? Distanz, ja, ich konnte es nicht richtig sagen. Ich weiß auch nicht, ich hatte so meine Schwierigkeit mit dem Reden gerade kurz. Aber das ist okay. Habe ich halt sonst nie, von daher ist das schon fein. Noch nie habe ich mich hier falsch ausgedrückt oder sowas. Einfach auf Distanz bleiben und schießen, oder? Würde der mich schocken trotzdem mit diesem Charm? Das frage ich mich gerade. Ich will es auch nicht testen. Obwohl, ich könnte es eigentlich testen. Eigentlich wäre es egal, weil wenn der mich schockt, kann ich einfach wieder den einpacken. Einfach wieder nach Hause teleportieren, oder nicht? Ja, der hat so einen Tracker drin. Weißt du was, ich will es testen. Ich will testen, ob das wirklich was bringt. Einer muss es tun. Naja, schockt mich trotzdem, das ist unfair. Okay, das ist unfair. Okay, das bringt gar nichts. Also Distanz. Distanz ist der einzige Weg, da was machen zu können. Das ist schon echt bitter. Das ist schon wirklich bitter. Weiche Tode 10, danke. Ey, jo, was passiert hier? Ich wäre fast wieder gestorben. So, Loris, komm wieder zu mir, mein junger Freund. So, weiter geht's. Also auf Distanz bleiben. Das hilft nur gegen diese Elementaraura. Ja, aber das ist doch so Elementar-Shit, oder nicht? Blitze würde ich zu Elementarsachen zählen eigentlich. Ah, das ist ja doof. Och, Mann. Ja, da kann ich auch einen Healing Charm reinmachen. Das ist ja komplett egal. Was? Wo ist mein Healing Charm? Da. Oh, fuck. Falsches Inventar. Ups. So. Dann laufen wir wohl die ganze Zeit rückwärts, während wir auf den schießen. Gar kein Problem. Ey, mein Sattel ist halt echt OP, ne? Das ist halt wie ich so. Der war auch gut teuer. Das ist ja richtig stinkig, hä? Und was sind die anderen noch? Ist das hier einer von den Lustigen, die du meintest, Udi?
Das ist safe einer von den lustigen, oder? Weil der ist schon echt gar nicht mal so lustig. Der ist schon echt wenig lustig, kann ich schon sagen. Scheiße. Aber was sind die anderen? Ich weiß gar nicht, was es noch für welche gibt. Alu gibt's noch, ne? Zum gibt's noch zwei andere. Zum gibt's noch zwei andere. Okay, es gibt Alu, glaube ich. Den habe ich da drin gesehen, in dieser komischen Liste. Finde es selber raus. Okay, danke, Udi. Danke. Ey, Udi, der ist heute einfach nett, ne? Kann ich nicht anders sagen. Udi, einfach der Süße. Weil der Kampf wird ewig dauern, Mann. Ja, jetzt können wir doch wieder Pokémon machen, eigentlich. Scheiße. Oh, jetzt muss ich mich konzentrieren. Warte, ich gehe mal kurz weg. Reaper. Reaper fehlt noch. Achso. Weißt du was? Ich mache mal eben Pokémon wieder an. Das machen wir eben schnell. Aber welche findet ihr selber aus? Danke. Danke. So, geht das wohl gleich an? Ich weiß es nicht. Was für Reaper? Ist noch nicht Reaper oder was? Ja, ich habe Misha jetzt einfach blind vertraut. Alu habe ich gesehen. Reaper, ich weiß nicht, was das letzte ist. Und der Endboss, den habe ich tatsächlich im Dings gesehen, im Singleplayer. Ich war ganz kurz im Singleplayer drin. Und da habe ich mal geguckt, was für ein Nightmare-Boss das ist. Aber den habe ich aus Versehen eingespawnt. Und auf einmal läuft da so ein Männchen neben mir. Und ich dachte, what the fuck ist das? Aber ich habe halt keinen Plan, was er macht oder so. Ich habe nur ein Bild von dem gemacht, ganz kurz. Habt ihr das auf Discord gesehen? Ich habe so Fotos da hochgeladen. War ein Prank. Ach so, war ein Prank. Schon wieder schade, Mann. Was hast du denn geschrieben? Hä, was hat Otz geschrieben? Kann das jemand übersetzen? Ja, haben wir gesehen und dann ist ja gut. Hab mir Mühe gegeben, dass das schöne Bilder werden. Dachte, so soll ich... Oh mein Gott, ich habe erst einen Viertel down. Ey, das kann ja schon wieder eine halbe Ewigkeit dauern. Ist okay. Wir machen einfach das Chatting nebenbei im Pokémon-Kampf. Ey, Leute, schreibt mal irgendwas in Chat. Ah, deshalb, der hat einfach irgendwas in Chat geschrieben wahrscheinlich, damit der ein Pokémon hat. Kann das sein? Schreibt mal irgendwas in Chat und dann können wir Pokémon-Kampf machen, wenn ihr Bock habt. Ihr müsst einfach nur irgendeine Nachricht schreiben, ist es egal welche, und dann ist ein Pokémon da unten drin und dann können wir gleich einen Kampf machen. Das sollte nichts heißen. Ach so, okay. Ey, schön, Bauprofi, guten Tag. Ey, freut mich, dass du hier bist. Matrix schreibt einfach okay. Also okay, weil das hier dauert alles ein bisschen lange. Dann machen wir einfach nebenbei Pokémon-Kämpfe. Ey, Fairina ist auch wieder da. Und Lando Michael, ey, auch wieder hier. Ey, schön, dass ihr alle hier seid. Pokémon, ja. Schreibt einfach Pokémon, ist auch okay. Ey, wie geht's euch, Leute? Alles gut? Wie war euer Tag? Pom ist auch da. Ey, ihr seid ja alle am Start. Ey, schön, euch zu sehen. Ehrlich, freut mich sehr. Unterhaltet euch doch mit mir, meine lieben Leute. So, wisst ihr was? Wir starten jetzt gleich im Pokémon-Kampf. Wie bekommt man ein besseres Pokémon? Da musst du unterm Stream, kannst du dir die kaufen eigentlich. Das ist so ein Stream-Alert-Ding, Stream-Avatar-Ding. Und dann mit den Punkten, die du hier durchs Zuschauen bekommst, kannst du dir ein anderes Pokémon holen. Hallo Tommy, ey. Tommy, alles gut? Ey, Fairina, wie war dein Tag, Mann? Was hast du Schönes erlebt? Bist du froh, wieder hier im Chat zu sein? Was sagst du? Hat sich letztes Mal nicht so angehört. Jetzt bin ich ja doch wieder hier gelandet. Mann, oh Mann, oder irgendwie sowas hat sie geschrieben. Da dachte ich so, was soll das jetzt schon wieder? Ich fühle mich hier persönlich angegriffen. Ey, jetzt muss ich ja ein bisschen mich einmal im Kreis drehen um den rum. Kann ich das einfach? Ja, das klappt schon. Oh, scheiße. Und jetzt mache ich mal eben schnell einen Pokémon-Kampf an. Du hattest frei? Na, ich bin gerne hier. Oh, das ist ja süß. Ausrufezeichen Battle Royale. Kann Freddy nicht auch starten? Ich glaube, ich habe das mal eingeschaltet. Ich bin mir nicht sicher. Oder Mishan. Aber ich weiß es nicht ganz genau. Vielleicht habe ich das auch wieder geträumt irgendwie. So, hier, Pokémon-Kampf beginnt. Ich kann den nicht so richtig moderieren nebenbei oder gucken, wer gewinnt. Ich musste mich ein bisschen gucken, dass ich auf Distanz bleibe, weil sonst sterbe ich. Ach, für Dodos. Ja, für Dodos, richtig. Die du dir ergambeln kannst. Die Dinger nämlich. Welche Dinos für den Elementar wären deine Empfehlung? Die Prime Kentros. Prime Kentros, auf jeden Fall. Weil das war crazy am Ende, wo wir die eingesetzt haben. Da dachte ich so, hä? Wir hätten echt eine Chance gehabt, wenn ich davon einfach mehr gehabt hätte. Weil der Bleed-Damage war richtig krass. Und wenn du die voll auf Leben skillst, sind die gut. Nach einer Zeit oder kann man immer nur eins gleichzeitig haben? Nö, man verliert die nicht. Man hat die ganze Zeit. Ja, wer hat denn da gewonnen? Oh, Timify ist noch drin. Timify an seinem Geburtstag ist noch im Kampf. Ey, wenn Timify gewinnt, ist das rigged. Das sieht ja dann richtig kacke aus. Timify einfach an seinem Geburtstag gewonnen. Ey, ich hab den gleich erst halb down. Firexe breeden ist auch okay, ja, weil man da den Sattel upgraden kann, aber ich habe halt keine Firexe gefunden hier. Ich habe jetzt extra einen anderen Server mit in den Cluster reingepackt, damit man da hingehen kann. Hat Timify echt gewonnen? Gewinnt der? Oder gewinnt echt? Das sieht rigged aus. Als wenn ich das ausgesucht hätte und noch. Jetzt sollte ich was Neues haben, da musst du ab und zu ein bisschen öfter Doppelklick drauf machen oder sowas, damit die übernommen werden, glaube ich. Ey, Timify, das sieht echt gut aus. Ey, Spyro the Dragon, hallo, herzlich willkommen im Livestream-Chat. Wie geht's dir stets, Mann? Halb down gleich erst? Oh mein Gott. Ey, gewinnt Timify echt, ja.
Timify, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und zum großartigen Pokémon-Kampfsieg, ey. Seid ihr gegönnt, ehrlich. Wie geht es heute? Mir geht's echt gut. Ich hatte vorhin heftig Kopfschmerzen am Start. Hab kurz überlegt, ob das so eine gute Idee ist, den Stream anzumachen. Aber dann habe ich mir eine Kopfschmerztablette reingedonnert und dachte, nee, heute bin ich mächtig. heute bin ich mächtig, heute ziehe ich durch. Ja, Sie, danke fürs Folgen, danke schön. Wie geht's dir, Mann? Wir warten auf Regen. Regen wäre wild. So, halbes Leben habe ich gleich. Wir machen gleich noch einen Kampf. Macht einen aber fertig. Definitiv. Und das ist das hundertprozentig bei mir auch. Weil ich bin übel anfällig für Wetterumschwünge. Und ich hatte das noch nie. Ich hatte das früher nie. Und deshalb, das hört sich eben an wie so, als wenn man so am Rumjammern ist auf einmal. Aber jetzt, wenn das Wetter so heftig umschwingt, habe ich sofort Kopfschmerzen. Und das ist so nervig. Und 22 Uhr Regen und Gewitter geben bei dir, das ist ja wild. Volle Dröhnung im Kopf. Ja, so nervig, ne? Das ist echt schlimm. Ich finde es ganz, ganz schlimm. Habe ich nie gehabt. Also ich kannte das vorher gar nicht. Und wenn Leute mir das gesagt haben, dass sie so bei Wetter irgendwie Kopfschmerzen hatten oder so, ich immer so, hä? Als ob das einfach geht. Ja, das geht. Definitiv geht das. So eine Scheiße. Mega Rayquaza, hast du die gekauft oder was? Ja, hast du die echt gekauft? Ich sehe es gerade. Wild. Guten Abend, ihr kleinen Honigbienen. Ey, Koki, du bist ja auch endlich da. Ey, schön, dass du hier bist. Und die hat schon geweint. Ey, echt schön, dich hier zu sehen wieder in meinem Livestream. So, wir machen jetzt leider noch einen Pokémon-Kampf. Ich hoffe, ihr seid bereit. Holy shit, die laufen einfach alle vor meinem Gesicht lang. Oh, sehe ich gerade. Ich muss gleich wieder ein bisschen um den rumrennen einmal. Oh, Timify, wie süß. Wie bekommt ein Pokémon unterm Stream? Ist so ein Stream-Avatars-Ding. Und da kannst du dir mit Dodos einkaufen. Dodos sind die, das, was du bekommst, wenn du einfach zuguckst. Oder wenn du gambelst, kannst du auch mehr bekommen. Servus, der Obama ist wieder da. Obama gibt's heute wieder Sushi oder wie sieht's aus bei dir, El Presidente? Wo kann man sich die kaufen? Unterm Stream einfach. Henno. Ja, musst du mit den Hunden raus? Mein Timing ist nicht das Beste, ja. Dass du dir das einfach erlaubst, schon wieder ganz schrecklich. Finde ich schon wieder ganz schlimm. Ich überlege gerade, ob der Stream-Avatar nicht hinter mir sein sollte, anstatt vor mir. Das ist ja übel kacke, fällt mir jetzt das auf. Sushi ist schon bestellt, so soll es sein. Sehr schön, hab nichts anderes von dir erwartet. Ich geb's auf, der Bossfight ist zu heftig, was? Was hast du denn geschrieben? Ich kann echt nicht alles lesen. Was hast du geschrieben, Mishan? Soll ich mal testen? Ja, teste mal. Mach gerne mal. Würde mich mal interessieren. Ich weiß nicht, ob ich es eingeschaltet habe. Hab nicht genug. Oh, das ist bitter. Da musst du ein bisschen Rouletten oder sowas. Vielleicht hast du ja Glück. Mishan auch gerade Gamble gewonnen. 45.000 hast du. Holy shit, ey. Liebe Leute, jetzt wo ihr alle was geschrieben habt, was geht bei euch am Wochenende? Das interessiert mich mal. Habt ihr da irgendwas vor bei diesem großartigen Wetter? Da muss man doch eigentlich ein bisschen schwimmen gehen oder sowas, oder? Soll ich kurz ein bisschen helfen? Kannst du? Wenn du willst, kannst du eigentlich? Nö, geht nicht. Okay, dann mache ich das nochmal. Hä, oh, muss dann eh hinter. Vielleicht muss auch ein E hinter. Das kann sein. Battle Royale, glaube ich. So, nächster Kampf beginnt, Leute. Ich hoffe, ihr seid bereit. Es geht wieder los. Und ich habe trotzdem nicht so richtig einen Blick darauf. Obwohl, ich bin jetzt schon recht weit. Ne? Jetzt habe ich ihn fast alleine geschafft. Jetzt kann ich den Rest auch durchziehen. Ich gehe mit Freunden bei ein Fußballspiel. Bei ein Fußballspiel? Okay, ey. Junge, das ist wild. Großartiges Wetter. Bei mir geht die Welt unter. Bei dir geht gerade die Welt unter. Ich wünsche, das wäre bei mir auch so. Gehe nie ins Schwimmbad. Mag das gar nicht. Fühle ich aber. War bei mir auch ganz lange so. Was muss man machen? Gar nichts. Einfach zugucken, wie die sich gegenseitig verprügeln. Ich muss gar, man muss einfach gar nichts machen. So, zack. Hier. Bin einfach unsichtbar. Wie, du bist unsichtbar? Was hast du gemacht? Ey, ich bin einfach so konzentriert hier auf den Kampf dort nebenbei die ganze Zeit. Auch wenn das echt easy ist. Sieht man ja eigentlich. An sich ist das easy. Ich muss halt immer einen Schritt zurücklaufen und nicht irgendwo reinlaufen. Ich schließe mich zu Hause mit allen. Es wird doch bestimmt wieder so warm, oder? Ja, bestimmt. Bestimmt. Aber Ventilatoren ist schon eine gute Idee. Ich habe meinen halt auch gerade laufen. Ey, wer gewinnt eigentlich? Gewinnt da jemand? Timify wieder oder Obama? Oh, das ist ja wild. Das ist ja wild. Timify ist, glaube ich, ein bisschen am Cheaten heute. Ich gewinne schon wieder, ich wollte es gerade sagen. Ey, ich muss ein bisschen aufpassen hier nebenbei noch was machen. Ey, ich muss einfach alles machen. Ey, Mishan, du kannst das gleich gerne nochmal probieren, ne? Gleich nochmal richtig.
wenn du Bock hast. Ohne Lernen, ich baue mir eine Holzaxt. Ich baue mir eine Holzaxt, was? Was ist das denn schon wieder? Was bin ich lesend? Unfair, Mensch, wer hat gewonnen? Hat einfach keine schönen Seen, die sind immer so voll und dreckig, überall liegt gefühlt auch Kacke rum, das ist einfach nicht geil, das klingt echt nicht geil. Nee, es ist so schade, ne, dass Leute so schöne Plätze irgendwie verschandeln, ich bin da mal ein bisschen traurig, muss ich ehrlich sagen. Da bin ich echt ein bisschen sad, so Natur, wenn man schon so ein bisschen Natur hat und die machen das noch kaputt, ist schon schade. Borneo ist der Shit, ich hab gewonnen, ey, Obama, herzlichen Glückwunsch, so einen großartigen Sieg, ich hoffe, du hattest einen großartigen Kampf. Wieso bekomme ich mein Teddy da nicht? Muss man halt öfter draufklicken. Ab und zu musst du irgendwie zwei, dreimal klicken. Ich weiß nicht warum. Ich bin einfach immer noch unsichtbar. Misha, probier mal, ob du einen Kampf starten kannst. Wenn du vernünftig schreibst. Wenn du es richtig schreibst. Wenn du vernünftig schreibst. Einfach kein Deutsch schon wieder. Geht gefälligst irgendwo anders in so einem Kacken. So ist es nämlich. Oder heb das mal auf. Oder ist das Menschencode? Haben die Menschen da gekotet? Magst du die Qualle? Ich mag die. Ist voll entspannt eigentlich. Kann ich dir das sagen, ein bisschen Pokémon-Kampf machen nebenbei, einfach Leben genießen. Kein Problem. Okay, geht anscheinend wirklich nicht. Das ist ja fast schon schade. Das ist auch Menschencode? Ach so, das ist natürlich Anderswelt. Nee, geht nicht. Nee, da muss ich doch nochmal gucken. Vielleicht kann ich das auch... Ah, nee, kann ich nicht gleich schnell machen. Ich glaube, das ist taktisch unklug. Weil da muss ich das Ding ganz wieder beenden. Gamble brauchst du 300 für. Mann, ich muss eigentlich auch gleich mal schnell eine Nachricht beantworten. Aber Michi hat auch noch nicht geantwortet. Den habe ich einfach auch verloren. Schade, Michi wäre so ein bisschen schneller gegangen hier, der ganze Kram. Da hätte der dahinter gestanden, ein bisschen geschossen. Ey, das wäre schon schön gewesen. Dass ich es überhaupt geschafft habe, den einzupacken, habe ich gewundert. Gamble all und gewonnen. Ey, Timmefer, herzlichen Glückwunsch, Mann. Unterm Stream, Obama. Unterm Stream sind die. Es ist immer so weird, jemanden im Chat Obama zu nennen. Was ist das? Echt? Wir kommen uns vor, als wenn wir gerade Just Chatting machen, by the way. Ich mache einfach einen Bosskampf nebenbei. Endlich bin ich dabei und tot, ey. Das ist schon traurig. Wir machen gleich noch eine Runde Scheiß drauf. Das dauert eh noch ein ganz bisschen. Ich brauche noch ganz kurz. Aber geht halt nicht besser. Geht halt einfach nicht besser. Was soll ich sagen? Diese olle Qualle wird mich für immer verfolgen. Einfach 20 Minuten, ja, kein Problem. Ist nicht schlimm. Ey, wer hat gewonnen? Michael hat gewonnen, ey. Michael, alles Gute zum Sieg. Könntest du den Ventilator, den du bekommen hast, nochmal irgendwie hier verlinken? Auf deiner Liste ist er ja nicht mehr, möchte den auch haben. Ich weiß selber nicht, ob ich den wiederfinde. Ja, ich guck mal. Ich muss mal gucken. Ja, kann ich machen. Der ist eigentlich ganz angenehm. Kannst du an deinem PC anschließen und dann einfach die ganze Zeit rumrottern lassen. Schon schön. Ey, ich hab ihn fast! Ey, das ist ja wundervoll. Wir machen noch einmal einen Kampf. Warte. Battle Royale. So, kommt er schon nah? Ey, ich bin's Tim. Ey, danke fürs Folgen. Dankeschön. Noch ein Tim. Ich brauche Luft. Ja, ist okay. Ich muss mal eben gucken, ob ich den wiederfinde. Ich weiß nicht genau. Das ist alles nicht so einfach. Aber doch, kriege ich hin bestimmt. Ey, 100 Mille doch. Wir haben's fast. Easy win. Wo sind die Gegner? Wassermarsch. Du machst mich fertig. Jetzt mittendrin oder was schon wieder. Ich bin schon überfordert. Haufen gegen Dodos tauschen. Oh nein, mach doch nicht diesen. Ey, Mishan, kannst du ihm kurz 10.000 geben und ich gebe dir die gleich wieder? Oh, scheiße, wir haben das zweimal. Okay, so viel dazu. Nee, Mishan, lass, ich mach das gleich selber. Scheiße. Oh nein, ich will dich nicht komplett arm machen. Obwohl? Ja, komm, mach mal. Ich gebe dir gleich 20.000. Mishan, ich gebe dir gleich 20.000 wieder. So, zack, hier. Endspurt, wir haben es fast und wer gewinnt eigentlich gerade? Ey, Farina, du bist ja auch gut am Start da. Du bist jetzt aber leider tot. Kicks hat dir den Kryptos gegeben. Mille noch. Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben. Einfachster Bossfight meines Lebens. Viel zu einfach. Wo sind die Gegner? Ohne Witz, ich sehe sie einfach nicht. Wer hat gewonnen? Otz hat gewonnen. Ey, Otz, herzlichen Glückwunsch zum großartigen Sieg im Pokémon, Mann. Ich hab's gleich. Oh mein Gott. Ein bewegender Moment.
Chat, wie lange hat es gedauert? Ich weiß es nicht. Hat jemand auf die Uhr geguckt, wo ich angefangen habe? Hätte mich mal interessiert. Aber jetzt ist es gleich vorbei. Und dann starte ich nochmal eine Runde, okay? Kein Problem. Kriegen wir alles hin. Oh mein Gott. Und ich will eigentlich noch irgendeinen Dino entwickeln. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das hinbekomme. Das wird auch nochmal ein bisschen wild. 20 Minuten circa. Kann sehr gut sein. Er ist tot. Er ist tot? Was für ein Boss, frage ich mich. Was für ein Boss? Obama. Oh nein, Crazy Girl, die will auch welche haben. Okay. Warte. Give Crazy. Crazy Girl. Die 10.000. Hat's geklappt? Warum klappt das nicht? Doch, hat geklappt. Och Mann, Odds, jetzt kommst du auch noch an. Give Odds. So, ihr 10.000. Kein Problem, mache ich alles nebenbei, dieser Streamer. Und Nibenor. 20.000. Da, so. Habe ich gemacht. Ich hoffe, ich habe alle meine Schulden beglichen. Wenn nicht, schlagt mich. Aber ich glaube, es ist alles beglichen. So, jetzt muss ich noch den ganzen Kram da rausnehmen. Bosskampf viel zu einfach. Und dann machen wir nochmal... Hä, wo ist eigentlich der Kram? Ist das hier der Kram? Ne, das ist ein Horn von einem Rhino. Das ist nicht das, was ich suche. Ey, will noch jemand diesen großartigen Kampf mitmachen? Einen großartigen Pokémon-Kampf? Da muss er jetzt einmal irgendwas im Chat schreiben. Da ist er direkt dabei. Wenn jemand Bock hat. Hä, wo ist die Tasche, die ich brauche von dem Boss? Das ist auch nicht die Tasche. Hast du den Token? Nee, habe ich nicht. Deshalb suche ich ja gerade. Nö, irgendwo muss hier eine Tasche sein eigentlich, aber ich weiß nicht wo. Moin, Yasin, moin! Ich guck lieber nur zu und feuer eure Pokémon an. Ey, Koki, du bist sowieso von selber dabei, wenn du was geschrieben hast. Koki, jetzt ist zu spät. Jetzt hast du was geschrieben. Schade. Du warst auch zu weit weg. Hä, man kriegt die doch nicht ins Inventar, oder wohl? Hä, man kriegt die doch nicht ins Inventar, oder? Du musst doch noch einsammeln, oder nicht? Ey, Lasse, herzlich willkommen. Transfer-Tool. Hä, dann mache ich gleich Admin-Modus und haul einen weg oder so, dass ich die Sachen bekomme. Weil das ist ja ein Scam. Ich finde ein Stroh, ich habe kein Stroh. Schade, das war's schon wieder. Wo Bosse knechten, ihr Bengel? Was für wo Bosse knechten? Bei mir zumindest nicht. Ich glaube, da lag die ganze Zeit eine, wenn ich mich nicht irre. Wild Rose ist auch wieder hier. Warst nicht weiter vorne am Kämpfen? Ey, ich guck gleich nochmal. Warte. Aber kann ich erstmal. Kann man das hier so. Wie heißt denn das? Token? Nightmare, Kaka und Deathworm habe ich nur. Nö. Anscheinend ist das hier nicht in der Nähe. Ah, dann schieße ich einen um, ehrlich. Dann ist egal. Dann machen wir das im Atemmodus, weil dann habe ich einfach das Loot nicht bekommen, anscheinend. Wurde ich gescammt. Da ist eine Tasche. Da ist eine Tasche. Oh, hier ist die Tasche. Ah, alles gut. Wir brauchen es doch nicht machen, Chat. Alles unter Kontrolle. Hab's gefunden. So, hallo. Ist das die echte Liza im Chat? Ey, Liza, du existierst? Das gibt's ja nicht. Ohne Witz, das ist ein besonderer Moment für mich, dass du hier im Chat bist. Freut mich sehr, dass du da bist. Hab dich sehr vermisst. Frau Ost oder was? Echt. Die echte Frau Ost im Chat. Das gibt's ja nicht. Da freuen wir uns alle. Einfach unglaublich. Welch eine Ehre. Stargast, könnte man fast sagen. So, hier. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Pokémon-Kampf? Holy shit, wie viele Leute sind da dabei? Gar nicht drauf geguckt gerade. Ey, man sieht mich ja gar nicht mehr. Ich bin einfach komplett verdeckt. Ich bin einfach komplett vom Pokémon verdeckt. Ey, das ist crazy. So, jetzt muss ich noch irgendeinen machen? Ich glaube nicht, ne? Die anderen sind, glaube ich, nicht da. Da muss ich die echt einspawnen mit diesem komischen Boss-Altar-Scheiß. Och, Mann, oh Mann, oh Mann. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht einen zweiten von Michi dazu packe. Ah, das wäre assi, ne? Ich glaube, ich muss den selber noch einen ranholen, vielleicht. Das könnte ich vielleicht machen. Boss, Alter, Arschkackewurst. Ja, da muss ich hin, richtig. Da muss ich jetzt als nächstes hin. Ey, wer gewinnt denn da? Hä, gewinnt Liza direkt? Liza gewinnt direkt! Die kommt wieder und gewinnt direkt den Pokémon-Kampf. Siehst du mal. Da siehst du mal, wie sehr wir dich vermisst haben. Da ricken wir direkt den Kampf. Extra für dich. Oh, ist das Eura? Didi? Wer ist denn Didi? Was sehe ich denn hier wieder? Ihr seid doch so durcheinander. Finde Miltank passt zu dir? Nee, finde ich nicht. Ich finde eher Gardevoir oder so wäre eher zu dir passend, Liza. So knapp, ey, das war echt knapp. Didi ist aber süß. Didi ist echt ganz süß, ja, hast du recht.
Ey, machen wir noch einen? Chat, was sagt ihr? Machen wir noch einen Kampf? Mir ist das egal. Ich glaube, ich muss nämlich eh gleich wieder hier in den wilden Kampf. Wenn ich mir das leisten kannte. Das war ich, Mann. Ja, ich weiß oder sowas war es. Weiß ich doch. Frag mich doch einfach. Kriegt ihr eigentlich auch wie ich die Donuts? Nicht, dass ich euch scamme. Ich hoffe, ihr kriegt die wirklich. Hat jemand geguckt hinterher, ob er die bekommen hat? Hier. Hallo. Da brauche ich Blatt. Mir fehlt nur Eiferblatt. Hä, was zum Teufel? Habe ich alles dabei? Blatt. Hier ist gar nicht so viel Blatt drin. Huh. Arg stinkt. Warum vom Server geflogen? Oh nein. Oh, Udi, warum? Ich habe sie bekommen. Okay, dann ist ja gut. Ist das ein Community-Server oder nur mit Freunden? Nur mit Freunden. Blatt. Alles da rein. Gucken Sie mal. Und jetzt fehlt mir nicht mehr so viel Eiferblut nur. Einfach fast 13k. Die Frau ist einfach reich auch noch. Da siehst du mal, Ehrenzuschauerin warst du hier mal. Das waren noch Zeiten, du. Und ich habe jeden Tag gezählt, Nita. Habe mir jetzt einen Tischventilator rausgesucht. Möglicherweise sogar zwei. Brauchst du also nicht später gucken? Okay, nice. Ihr habt schon gesagt, Community-Server, glaube ich, kommt erstmal nicht in Frage, glaube ich. Ich glaube, das tue ich mir nicht nochmal an. Es war einfach den letzten, den ich gemacht habe, der war zu wild. Da ist das komplett eskaliert und da haben Leute irgendwie Sachen bei Leuten in der Base gespawnt und es war nicht so nice, war echt nicht so nice. Wenn man jeden drauf lässt, hat man halt immer die Gefahr, dass Idioten drauf kommen und das macht keinen Bock. Dann macht das einfach keinen Bock. Wie viele Tage waren es? Stimmt so 243, wenn ich mich nicht irre. Gamble, ey Misha, du gewinnst heute auch richtig auf Gamble, ne? Was ist da los? Hör mal auf da, du machst mich doch arm. So, zack, zack, zack. Und jetzt dürfte das eigentlich gehen. Ey, ich würde noch einen Kampf machen. Ja, einen machen wir noch, komm. Battle Royale, da. Los geht's. Der große Endkampf beginnt. Obwohl, ich mache halt gleich eh wieder so einen ewig langen Bosskampf. Wir müssen mal gucken. Vielleicht mache ich das einfach hinter mir. Sub-Community-Server, machst du mehr Subs und kannst etwas filtern. Ah, ich glaube, das rettet auch noch nicht so viel. weiß ich nicht. Ah, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich will einfach auch dieses ganze Rumgejammere und so. Es gibt dann immer Leute, die jammern, immer Leute, die... Es ist ganz schlimm. Und das kriegt man nicht raus, glaube ich. Ey, kämpft einfach direkt vor meinem Gesicht. Der hat irgendjemand einen Dino geklaut oder irgendjemand wollte was zähmen und hat den Dino wieder gekillt. Ich habe alles mitbekommen. Ich habe on-stream schon mitbekommen, wie Leute mir Dinos geklaut haben, obwohl ich das gerade machen wollte. Server-Manager einfach haben, ja. Ich stelle schnell einen ein. Kein Problem. Der dauerhaft auf dem Server so und aufpasst, dass keiner Scheiße baut. Nee, das klingt eigentlich ganz gut. Ey, wer gewinnt? Misha, der Unsichtbare, gewinnt. So, ich glaube, es kann losgehen. Erweitern die auch immer mehr ihr Team, weil so viele immer jammern und meckern. Das ist so, und da kommst du halt nicht drum rum. Da kannst du auch die heftigsten Regeln oder so haben. Wir haben halt echt Regeln aufgestellt, bei dem letzten Community-Server auch, ne? Also da war alles bei, dass wenn dein Dino stuck ist oder irgendwo runtergefallen ist, wegen einem Bug kriegst du nicht wieder. Das war richtig oft, das habe ich richtig oft gehört. So von wegen so, hä, mein Dino ist weggebuggt, warum krieg ich den nicht wieder? Da habe ich halt nichts mit zu tun, so. Was soll ich da machen? Das ist halt arg. Oh, scheiße, ich habe schon angefangen, den nächsten zu starten hier. Dann, ey, der Keks, hallo, herzlich willkommen. Dann, irgendwie Leute haben sich gegenseitig Dinos geklaut und so. Das war halt auch super oft. Ey, der Alu sieht halt, ich hoffe, der schockt nicht oder sowas. Ich hoffe, der macht einfach gar nichts. Ich hoffe, ich kann den einfach tanken und die ganze Zeit drauf schießen. Oh, das sieht ganz gut aus. Der macht echt nichts. Hä, der macht nicht mal Beat Damage oder so. Hä, hey, entspannt. Oh, da kann ich ja mal rumstehen, das ist schön. Hä, hey, dann können wir doch noch ein paar Bokuba-Kämpfe machen. Scheiß drauf. Er hatte den 255 Damage Ultra-Max und der ist leider weggepackt. Ja, kennt man. Kennt man. Kriegt den wieder, ja. Nee, und das ist halt schade. Es ist wirklich schade, weil es gibt viele nette Leute, mit denen man bestimmt gut sowas machen könnte. Aber es gibt halt diese wenigen Idioten, die das für alle anderen kaputt machen. Und das ist halt leider so. Ich hatte auch wirklich richtig gesehen, dass ein Dude bei einem anderen Dude die Origin-Bosse in der Base gespawnt hat. Und dann denke ich mir so, wie kommt man überhaupt da drauf? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, wie man so sein kann. Das ist...
Ich weiß, die Mensch liegt doch einfach Schmutz, oder nicht? Ich verstehe nicht, wie man anderen Menschen den Spaß kaputt machen kann und daran Spaß hat. Das habe ich noch nie verstanden. Finde ich super traurig, dass es Menschen gibt, die so leben. Die leben einfach, um anderen Leuten den Spaß wegzunehmen. Verstehe ich. Ich freue mich immer, wenn ich anderen Leuten Spaß machen kann. Der hier geht relativ fix. Ey, Uli, willst du mir trotzdem helfen, dass es ein bisschen schneller geht noch? Ich lebe auch noch tatsächlich in dem Kampf, oder was? Oh, ich muss auch ein bisschen aufpassen auf mein Leben im Game gerade, sehe ich. Ah, sieht alles ganz gut aus. Ey, ich guck so über die Pokémon weg. Ey, was zum Teufel. Ich muss jetzt mal eben, ich glaube, ich muss mal eben hier, oder dann starte ich nochmal im Battle Royale, okay. Also so einen machen wir. So, warte, hier Prime Heal Potion, so. Und jetzt starten wir nochmal einen Kampf. Kann losgehen. Battle Royale. Okay, gut. Ey, ist Liza noch da? Ich arbeite im Einzelhandel, die Menschheit wird halt immer schlimmer und leider ist leider so. Und das ist leider wirklich so. Ich muss das mal ändern, dass die Kamera vor dem Spiel ist. Das ist so komisch, dass ihr alle vor mir steht. Warte, warte, warte. Kann ich das mal eben schnell ändern? Ja, ich glaube, ich muss nur so ändern, kann das sein? Ich glaube, jetzt müsst ihr hinter mir langlaufen. Ja, ich weiß nicht, ob jetzt der super Endkampf gleich hinter mir stattfindet, oder ist das so? Auf jeden Fall, das ist mir auch aufgefallen. Und ich habe das Gefühl, dass seit Corona super, super extrem ist. Und dass einigen Leuten das extrem geschadet hat, so als wenn die richtig einen Schlag wegbekommen haben. Und das ist super, super schade, Mann. Ich weiß auch nicht, wie es kommt. Und alle so negativ, super negativ, habe ich das Gefühl. Ich sag bloß Toilettpapier auch, ja. Aber alle Leute super negativ eingestellt auch einfach, grundsätzlich schon. Und man kann nicht mehr so... Ich weiß nicht, ich habe noch Glück, weil ich lebe auf dem Land und hier kennt jeder jeden und wenn ich im Laden laufe, dann grüßt mich jeder und so und das ist voll fein. Also bei mir ist noch okay, hier ist noch so diese heile Welt, sag ich mal, aber ich war dieses Jahr auch schon in Köln und so und da war schon nicht so nice, muss ich sagen. Also da hat man so richtig gemerkt, holy shit, echt negativ. Ich arbeite beim Jobcenter, also ich erlebe von sehr gut bis sehr schlecht einfach alles und das glaube ich dir. Safe. Hey, ich hab selber gewonnen! Oh mein Gott, ich hab einfach selber gewonnen. Riggs? Nee, das ist nicht Riggs. Das ist einfach ein verdienter Sieg, ist das. Ich muss ein bisschen auf Stil achten auch. Arashka hat mir einfach geschrieben, ich hab Werbung bei dir. Einfach belastend. Hallo Arashka, da bist du ja. Herzlich willkommen im Livestream-Chat. Schön, dass du hier bist, ey. Schön, dass du auch einfach mal bei mir Werbung geguckt hast. Dankeschön. Wie geht es dir, mein Schnucki? Alles gut? Wie ist das Leben? Heute auch mal wieder mehr als eine Nachricht oder eher nicht so. Wisst ihr was, wir machen gleich noch einen Pokémon-Kampf. Ey, Arashka, du bist auch beim Pokémon-Kampf dabei dann. Ich hoffe, du weißt das. Es wird gelästert. Nee, es wird nicht gelästert. Ich habe gerade in dem Moment nur gesagt, dass du Werbung geguckt hast. Mehr habe ich nicht gesagt. Was zum Teufel? Das ist doch gelästert. Hier, jetzt bist du im Pokémon-Kampf dabei. Ich sage über dich nur positive Dinge. Im Stream nur positiv. Immer wenn ich sage, Arashka, nur gute Worte. Dann sage ich so, die motiviert mich immer und die zwingt mich auch ab und zu zum Streamen. Das ist auch schon, habe ich auch schon gesagt, aber im guten Sinne, nee, hier wird nicht gelästert, definitiv nicht. Kann jeder im Chat bestätigen. Und das mit den Kindern ist auf jeden Fall so. Aber wisst ihr, was ich mir so denke, wie das, glaube ich, zustande gekommen ist? Weil das ist einfach so. So, jetzt kommt hier mein Denken, okay? Über die ganze Sache. Nämlich, die ganzen... dummen Leute und die den ganzen Tag nur Scheiße bauen, ne? Die pflanzen sich die ganze Zeit fort. Das ist unnormal. Die legen ein Ei nach dem anderen. Ohne Witz jetzt. Um das in Argsprache zu sagen, ja? Und das ist. Und die ganzen Leute, die so ein bisschen was im Kopf haben und vernünftig denken zu der Welt, die überlegen sich dreimal, ob die in diese Welt ein Kind setzen wollen, wo es so scheiße läuft. Und das ist einfach so. Jeder, der ein bisschen Hirn hat, der denkt sich erstmal so, habe ich eine gute Grundlage für ein Kind? Kann ich das überhaupt bezahlen? Ist das eine gute Idee gerade? Und die machen sich richtig Gedanken darum. Und die, die einen Schuss nicht gehört haben, die geben alles. Die legen einfach eins am anderen. Und das ist das Problem. Weil die Leute, die ich früher bei mir in der Klasse hatte, die alle Schmutz waren, sage ich mal, die laufen jetzt mit drei Kindern an der Hand rum. Und das wird immer so weitergehen. Die werden sich immer weiter fortpflanzen und das wird übel in Scheiße übergehen.
Nächstes Mal bitte oben. Ich kann gerade nicht. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ich muss gleich noch einen Pokémon-Kampf starten. Ich muss ja alles machen. Ey, Arashka, wie fühlt man sich eigentlich so ohne Sub? Das ist schon traurig, oder nicht? Schon ein trauriges Leben, oder? Warte. Zu mir hat neulich ein 10-Jähriger gesagt, ich habe einen kleinen Mini-Pimmel. Das ist schon sympathisch. Leo, hallo, sorry, dass du da bist. Ja, ich starte gleich, Chat, ich starte gleich. Battle Royale. Tim, falls tut weh, wenn man die Wahrheit gesagt bekommt, ne? Schon scheiße. So, hier, ihr fliegt alle wieder raus, geht wieder los, nächster Kampf startet. Mir kommt das vor, dass das hier ein ziemlicher Just-Chatting-Stream ist und weniger Arc-Gameplay tatsächlich. Aber mir gefällt es ganz gut, ich habe eine gute Zeit hier und das ist die Hauptsache. Ich hoffe, ihr habt auch eine gute Zeit hier. Ein bisschen scheiße labern. Hat er nicht gesagt? Sorry, meine HDL, ja. Ich hoffe, du hast sie nur verschrieben. Du Bub. Autokorrektur, ja. Nee, kennt man. Ich habe gleich den nächsten Boss fertig übrigens. Da muss ich ja nur einen machen, da habe ich alle. Da kann man sich schnell mal verschreiben, definitiv. Ja. Da habt ihr einfach wieder recht. Kann ich euch nur bestätigen. Ey, Lasse, was da los? Lasse, warum guckst du da so um die Ecke mit meinem eigenen Gesicht? Da verstehe ich schon wieder nicht. Der Bosskampf hat auch gar nicht lange gedauert, ne? Warum ist es noch drin? Michael ist noch drin und Koki ist noch drin und Koki kriegt ein Medkit. Ist das einfach ein Durstlöscher? Das ist wie ein Durstlöscher. Das ist Durstlöscher-Wassermelone. Einfach großartig. Sieht man nicht, weil mein Greenscreen die Hälfte wegmacht, aber ist er. Ey, er ist tot. Oh wow, ich hab's nicht mal mitbekommen. Crazy. Crazy Kampf auf jeden Fall. Hat mich wieder richtig abgeholt. Habe ich die Sachen ins Inventar bekommen? Ich glaube schon. Das ist ja ekelhaft. Warum ist das ekelhaft? Ich finde die großartig. Ja, da werde ich mir jetzt auch nichts einreden lassen. Ehrlich, lass mich nicht kaputt reden. Jetzt nur noch der Reaper. Ja, der Reaper. Ich guck gleich mal, was das wirklich ist. Dass sich die Kinder nicht mehr benehmen können, wenn anstatt Nein nur noch Mach das bitte nicht kommt. Ich glaube, es werden auch viele Kinder so von ihren Eltern jetzt so vors Handy gesetzt und so. Das ist die neue Generation. Das ist so, super sad, finde ich. Deswegen habe ich verloren. Du hast verloren noch? Ich habe es nicht gesehen. Wassermelone ist besser. Siehst du, Keks weiß was Gutes anscheinend. Keks weiß einfach was Gutes. Weil ich habe das halt selber auch schon viel mitbekommen, dass so, ich glaube, die Eltern haben einfach nicht mehr so richtig Bock auf ihre Kinder, was auch sad ist, das sozusagen. Aber, und dann setzen die einfach vors Tablet oder kaufen den Tablet oder so ein Kram und dann haben die da nichts mehr mit zu tun und das ist doch crazy, oder nicht? Kein Wunder, dass die durchdrehen. Wenn ich mir überlege, wenn es Leute gibt in unserem Alter, die den ganzen Tag auf TikTok hängen und da ein bisschen Schaden von bekommen und sich so denken, dass die den Idealen und sowas nicht entsprechen, der heutigen Gesellschaft, dann, kann ich verstehen, dass Kinder, die gar nicht reflektieren können, dass die dann noch mehr einen Schaden von bekommen, wenn die den ganzen Tag nur perfekte Menschen bei TikTok sehen und sowas. Lucky Frost Charm. Wir saßen doch aber auch hier vom Fernseher, die hatten damals schon keinen Bock auf uns. Ja, aber Fernseher ist nochmal ein bisschen was anderes als TikTok, ey. TikTok siehst du ja jeden Shit und wirst mit allem in Berührung kommen. Da kannst du auch den ganzen Tag halbnackte Menschen dir angucken, wenn du Bock drauf hast. Das ist nochmal ein bisschen was anderes, als sich Pokémon reinziehen den ganzen Tag oder so. Weil oh, das Vieh ist schnell. Ich habe gerade nicht hingeguckt. Oh, holy shit. Die Handys sind schuld und Social Media. Safe. Ein großer Part, würde ich auch sagen. Glaube ich auch. Ist leider so. Aber das ist ja auch verständlich, weil wie sollen Kinder damit sowas umgehen? Die können aber nicht damit umgehen. Kurz helfen? Oh, du kannst mir gerne helfen. Ja, klar. Wenn du Bock hast. Dann sitze ich da, obwohl... Oh ja, ein bisschen helfen. Nicht doll helfen, ein bisschen helfen. Ist ja nicht so, dass wir nicht auch ein Handy hatten, aber bei uns war das noch so, dass wir ein Handy hatten und wir hatten Angst, ins Internet zu gehen. Wir hatten einfach Angst, ins Internet zu gehen. Wenn wir aus Versehen draufgeklickt haben, haben wir ganz schnell wieder ausgemacht, weil wir dachten, oh no, das wird die Handyrechnung des Jahrtausends und meine Eltern werden mich verprügeln. Einfach echt so. Mein Neffe ist 11 und zockt den halben Tag Fortnite. Ah, Fortnite weiß ich jetzt auch wieder nicht. Ist ja zumindest nicht so brutal oder so und da wird extra kein Blut gezeigt und alles und keine Ahnung.
Ist ja noch okay. So ein Siemens-Klotz, ja echt so. So ein Handy, was du mir in die Wand werfen konntest, dann war die Wand kaputt. Der Knopf nur angeguckt hast, echt so. Das war wirklich so. Junge, das waren andere Zeiten. Das waren wirklich andere Zeiten. Wir hatten nur zwei, dass es RTL 2 mit Animes gab. Das kann gut sein. Kann gut sein. Ey, Schweine, herzlich willkommen im Livestream. Freut mich, dass du hier bist, Mann. Alles gut. Ey, Uli, willst du mal einmal draufbeißen? Wie viel Schaden machst du? Ich will nur mal sehen, wie viel Schaden du machst. Du Bengel. Wo bist du? Oh, du hast deinen eingepackt, sehe ich gerade. Also, die spawnen nee, doch nicht, der war kurz unter der Erde. Ey, Schweini einfach auch wieder am Start. Mein erstes Handy war Sagem? Was ist das denn? Danach auch nicht. Ich wollte gerade sagen, ich kenne die auch nicht. Oh, du machst wie? Ah, du haust auch mit dem Fawny Dragon drauf. Und oh, du bist ja ein Schätzchen, ey. Dankeschön. Oh, du hast 2,1 Mille? Warum hast du 2,1 Mille? Du hast viel mehr auf Damage geskillt, wa? Ey, besser geht's ja nicht. So finde ich das richtig gut sogar. Dankeschön, Uli. Boah, du halb so lange. Sage noch nie gehört. Ich habe früher auch Sega gespielt. Kennt ihr Sega? Ich glaube, Sega war auch anders wild. Das war auch eine anders wilde Grafik, ohne Witz. Da haben wir noch die guten Games gespielt. Sega war schon wild. Und dann den ersten Gameboy habe ich auch gehabt. Diesen grauen, mit, wo die Batterie so richtig fett drin war. Da waren die richtig dicken Batterien, glaube ich, drin sogar. Moorhuhn. Oh, Moorhuhn habe ich auch richtig gesuchtet. Oh mein Gott, ja. Junge, das waren andere Zeiten, ne? Wir sind ganz anders aufgewachsen. Schon krass. Schon echt krass. Boah, wurde einfach Lurk, ey, dankeschön. Danke für den Lurk. Das liegt ja schon 20 Jahre zurück. Gut Lurk, ja, gut Lurk. Ey, was man alles schon erlebt hat für den Shit. Wir leben schon ein bisschen, Leute, ne? Ja, Social Media ist halt, für sowas ist halt Shit. Ich liebe natürlich an sich Social Media, wenn man sich so ein bisschen mitteilen kann und sowas, so ein bisschen mit Leuten quatschen kann, aber für Kinder ist halt Untergang. War der Color? War ein Spätzünder mit Pokémon Gelb damals. Ich habe auch Pokémon Rot und Blau gespielt. Ich habe komplett am Anfang mitgemacht schon. Ich war direkt da mit diesem dicken Klotz, ey. Das war krass. Das war echt crazy. Hä, macht der dir so viel Damage? Warum macht der dir so viel Damage? Wie macht der gar keinen Damage? Ah, wegen Sattel. Die jetzige Generation ist eh lost, ja, haben wir gerade ein bisschen drüber geredet, ich weiß. Ist halt, ich krieg's auch so ein bisschen mit, ne, aber weiß ich nicht, kann man halt nichts machen. Was soll man machen? Die haben auch keinen Respekt mehr und das Ding ist, ich glaube sogar, wenn du gute Eltern bist, überwiegen halt die ganzen schlechten Kinder in der Schule und ziehen die so mit in so eine Gang oder sowas, ich glaube. Ich glaube nicht, dass du da dein Kind so richtig gut durchbekommst, weiß ich nicht. Selbst wenn du richtig gut aufpasst, ist glaube ich schwierig. Die Schlucken alles aus und erzählt die ältere Generation auch, ja. Die war auch lost. Die war auch lost, aber irgendwie ist doch noch was aus uns geworden. Irgendwie sind wir doch noch ganz vernünftig geworden. Pokémon, ja, Pokémon habe ich gerettet. Ich sag dir, Pokémon habe ich gerettet. War einfach großartig früher. Einfach das Beste. Man kam von der Schule nach Hause, das erste, was man gemacht hat, Ranzen in die Ecke geworfen, richtig reingeschallert. Und dann hat man erstmal Pokémon geguckt. Weil man hat so letzte Sekunde noch schnell angemacht, bevor es angegangen ist. Nicht mal den Flussnamen, der bei ihm vor der Tür steht. Junge, mit sowas musst du mir aber auch wieder nicht kommen. Weil da bin ich auch absolut lost. Also muss ich ehrlich sagen, mit Allgemeinwissen und sowas bin ich absolut verloren. Ich habe mein Abi nachgeholt und ich hatte ein 1,4er Abi. Aber ich kann nur so lernen und sowas kann ich relativ gut. Aber Allgemeinwissen ist bei mir absolut Shit. Also ehrlich, ich kann nix. Ich weiß nix. Ihr könnt mich jegliche Kriege, könnt ihr mich fragen. Ihr könnt mich jegliche, was weiß ich, Hauptstädte von Ländern fragen. Bundesländer kriege ich vielleicht noch hin, aber von Ländern könnt ihr mich auch fragen, weiß ich auch fast nix. Ich weiß von... Eigentlich von nix weiß ich was, bin ich ehrlich. Also Allgemeinwissen ist Schrott bei mir. Kann ich einfach nicht, kriege ich einfach nicht hin. Ja, da war ich wirklich wild. Da war ich, das habe ich nachgeholt, ich habe mein Abi nachgeholt. Und da hatte ich halt schon gearbeitet davor und so. Und da war meine Arbeitsmoral ein bisschen besser. Ich habe vorher nie gelernt und war trotzdem immer relativ gut in der Schule. Habe einen guten Realschulabschluss gemacht. Und habe dann meine Ausbildung gemacht und sowas. Und danach war ich ein bisschen mehr so, nachdem ich schon arbeiten war, war ich mehr so, ja, ich kann eigentlich auch ein bisschen üben. Und den anderen auch noch. Und den anderen auch noch. Ja, da ist jetzt der Endboss, kommt jetzt, ne? Den können wir eigentlich gleich machen, ja klar. Und dann habe ich halt ein bisschen gelernt auch mal, wo ich mein Abi nachgeholt habe. Und dann habe ich gesehen, das klappt ganz gut. Und
Ich habe dann die beste, oh, das war auch schon wieder so wild. Ich hatte dann meinen Abi-Ball und da musste immer der beste Schüler musste immer einen Vortrag halten, so über die Lehrer und sowas, musste den Lehrern so ein bisschen nette Worte geben und sowas. Und ich bin vorher, also die, wie erkläre ich das jetzt? Das ist ja schon wieder gar nicht so einfach. Auf jeden Fall, die aus meiner Klasse haben das Ganze organisiert, den Abi-Ball, das war deren Projektarbeit. Und deshalb waren die Damen bei mir aus der Klasse, haben vorne so Sekt ausgeschenkt und sowas. Und die standen da halt und ich kam rein und ich konnte halt mit denen gut und so. Und die so, willst du einen Sekt? Ich so, ja klar, gib einen Sekt her, warum nicht? Hab getrunken, bin reingegangen, bin wieder rausgegangen und dann wieder so, willst du einen Sekt? Ich so, ich hab doch gerade jetzt einen getrunken. Ja, nimm dir doch wieder einen mit. Ich so, okay, warum nicht? Wieder einen Sekt getrunken und das ging die ganze Zeit so weiter und ich hab gemerkt, scheiße, das schallert richtig rein. Ich war am schnellsten von allen, weil ich voll da, weil ich trinke ja auch nie was. Ich trinke einfach nie was. Und deshalb hat das übel reingeballert. Und dann war halt Zeugnisvergabe und ich hatte das beste Zeugnis. Und dann sollte ich halt so Worte sagen zum zu unserem Lehrer, im Prinzip gute Worte. Und die sind schon so mit dem Mikrofon zu mir hingegangen und ich konnte gar nichts. Und ich bin einfach weggegangen von der Bühne runter. Wir standen auf der Bühne. Ich bin einfach runtergegangen. Die sind so richtig, die haben so gewartet, dass ich was zum Lehrer sage. Und ich einfach, ne, ich muss los, Jungs. Dankeschön fürs Zeugnis, das war's. Ja, eigentlich kann ich die machen. Glaube ich. Und ich dachte, du hast eine Rede gehalten. Nee, ich bin durchgezogen. Ich bin richtig durchgezogen. Hey, mir fehlt ein Token. Habe ich den noch hier drin? Udi, hast du einen Token? Gibt's doch nichts Besseres, Junge, als von Weibchen abgefüllt zu werden? Man wird einfach nur noch benutzt, was? Was? Ey, Tommy, wer hat dir das Herz gebrochen? Kann ich dir helfen, mein Sohn? Ja, hat Udi das Ding? Ja, ich glaube, der packt das da gerade rein. Was ist denn los, Tommy? Sorry, Internet spackt. Euch viel Spaß. Ey, Schweini, schade, dass du schon wieder abhaust. War schön, dass du hier warst, was auch immer. Er hat den Token gehabt, natürlich. Ey, Udi, ist das so gut? Kann ich den einfach so machen? Bestimmt nicht, oder? Oder kann man einfach durchstarten? Ey, wollen wir noch einen finalen Pokémon-Kampf machen, oder was sagen wir? Komm, einen machen wir noch. Für den Endboss will ich nämlich gerne die Pokémon ausblenden, glaube ich. Damit das im VOD nicht kacke ist. Pocketmons, ja. Durch Durstlöscher kriegt man einfach noch mehr Durst, ne? Das ist einfach voll, ich weiß nicht, also ich glaube, das ist gelogen einfach. Ja, gleich, Udi, ich starte gleich. Ich starte gleich, wenn der Pokémon-Kampf durch ist. Okay, ich warte noch diesen Pokémon-Kampf ab und dann starten wir durch. Aber ich will das nicht mit dem VOD drin haben, wenn ich den Endboss mache. Dass ich hier die ganze Zeit Pokémon hinter und vor mir rumrennen. Weil das kommt alles mit ins Video, Udi. Musst du drüber nachdenken. Das kommt alles auf YouTubes. Weil du auch Wassermelone trinkst. Ey, Kokin, warum bist du schon wieder so? Man trinkt Orange. Ach, Mann, ey, der mal die Hater. Ich kann das nicht mehr. Ohne Witz, mir wird das zu viel. Ich hab's nicht leicht. Wer gewinnt? Matrix ist noch drin, Machi ist noch drin. Machi kämpft gerade hinter mir gegen Otz anscheinend. Kann ich hier so aus dem Weg gehen? Nee, kann ich nicht so wirklich. Machi hat gewonnen und muss noch gegen... Oh Mann, als ob ich jetzt auch noch gewinne die letzte Runde. Das ist halt schon wieder richtig... Obwohl, hier ist Medkit, glaube ich, bei mir irgendwo. Ich glaube, Was war das denn so richtig deutsch? Wild Rose holt sich gerade Medkit. Aber ich glaube, das reicht nicht. Was ist hier hinten hochgegangen? Uwu Daddy oder was? So hat mich ja schon lange keiner mehr genannt. Ey, Wild Rose gewinnt doch. Nee, doch nicht. Ich gewinn doch. Wie geht's dir? Mir geht's super, Yasi. Wie geht's dir? Oh, ich hab das vorhin schon gelesen und hab's überlesen. Sorry, dass du nochmal fragen musstest. Ich hab dich vorhin leider überlesen, mein junger Freund. Enttäuschend? Nö, ich find's einfach okay. Ich finde, es muss auch einfach mal der Beste am Ende gewinnen. Und das bin ich. So, dann würde ich sagen... Nightmare Boss, wir starten einfach durch und gucken mal, was passiert. Ey, bitte lass das nicht in die Hose gehen, Mr. Odysseur. Ich brauche deine Unterstützung, okay? Ich habe gestartet, was passiert denn da jetzt? Muss ich, ist der schwierig? Ich habe keine Heal Potions drin, oder habe ich? Doch, habe ich ein bisschen. Macht der Damage? Hm. Macht der? Ja.
Nö, oder? Hä, was ist denn mit den Nightmare-Bossen? Die sind ja übel shit, Mann. Da fehlt ja doch noch einer. Hier, da fehlt noch einer sozusagen. Und nix Gewitter, Regen, obwohl da steht Unwetterwarnung. Na, schade, ey. Hätte ja mal laufen können. Sollten nicht sogar Tornados kommen oder sowas? Irgendwie sollte das so richtig extrem werden, oder nicht? Irgendwas war da los. Wukong ist der einfachste von allen. Och Mann, jetzt wieder Spoiler. Ist okay, ich wusste jetzt, wie viel, dass die Nightmares easy sind. Ich weiß jetzt, dass Wukong easy ist. Ich weiß, dass alles easy ist. Wollt ihr, komm, sagt einfach alles. Sagt, wie schwer jeder ist und wie gut jeder ist. Obwohl? OP wohl, ja. Ey, Grudi, du kriegst ja doch ein bisschen Damage. Aber ich habe halt einen Sattel. Lass mich doch tanken. Soll ich tanken? Das steht doch schon mittendrin, wie das steht mittendrin. Oh, ich krieg kein Damage. ich kein Damage. Der Sattel, der macht's. Dreimal der Sattel ist schon wild. Hat am Dienstagabend nachts übel gewittert. Ich glaube bei mir auch. Ich glaube, das war auch die Zeit, wo es bei mir abging. Wo kommst du her? So die Richtung? Du stehst mittendrin wie. Hä, du meintest doch gerade Wukong. Kirita, guten Tag, Freunde. Hier bist man. Film mal mit Doggy raus. Oh, Doggies raus. Bis gleich, ey, bis gleich. Ganz viel Spaß mit deinen Doggies. Sagt man wirklich Doggies? Wer sagt Doggies? Sagt das jemand? Ey, wir haben schon Phil down, das ging ja relativ schnell. Mein PC ist aber ein bisschen am Brennen nebenbei. Heidelberg, okay. Das ist ja doch ein bisschen von mir weg. Hat Udi was geschrieben? Tu es nur, okay. Hallo Barbara Salisch! Ja, aber es war kein Spoiler, weil du schon mittendrin stehst. Hä? Du sagtest, Wukong ist einfacher. Ich habe noch nicht gegen Wukong gekämpft. Wukong ist doch der Endboss. Oder nicht? In einem anderen Kontext sagen das einige. Ach so. Okay, ja, ich wollte sagen, deshalb, daher kannte ich's, hab ich schon mal gehört. Deshalb war ich verwirrt. Ja, was macht Udi denn da? Muss er sich erstmal ein bisschen erholen? Udi, was ist los? Eingeschlafen da hinten oder was? Bei diesem epischen Battle. Barbara, sag, wie war dein Tag? Was hast du heute Schönes erlebt? Was hast du gemacht? Erzähl uns. Wir haben hier gerade Just Chatting mit ein bisschen Bosskampf im Hintergrund. So läuft das hier nämlich. Habe ich Doggy gehört? Ach so, dafür steht der rum, der alte Mann. Guck dir das an. Dafür steht der rum und hilft mir nicht mehr. Weil er erstmal das in den Chat schreiben musste. Das war ihm wichtig. Das war ihm einfach wichtig, da mal kurz drüber zu reden. Und dieses Einsatz, ja. Ich wollte gerade sagen, da ist er bereit. Da tappt er auch mal raus bei Ark, um das mal eben in den Chat zu schreiben. Kann man sich schon wieder nicht ausdenken. Warum ist man so? Ah, verdammt warm heute und deiner. Bei mir geht's relativ von der Wärme. Ich habe schon gesagt, mein Tag fand ich super aufregend, weil ich habe ein Video geschnitten für den Zweikanal. Und da saß ich Ewigkeiten dran, weil das war 35 Minuten lang am Ende, obwohl ich viel weggemacht habe. Das ist ja gar nicht, sorry, Marcel, dachte, das war ja schon. Ich meinte den Nightmare Endboss, dachte, das wäre er. Achso, ja. Ah, ist okay, ehrlich. Ich bin's mittlerweile gewohnt, glaube ich. Ich habe ein Backseat Gaming Command. Ich werde trotzdem ständig gespoilert. Ach man, ey, Timify auch, der haut einfach raus, dass alle Nightmares kacke sind, ey. Und ich war richtig hyped auf die eigentlich und dachte, ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Aber der hier ist halt easy, kann man nicht anders sagen. Ich glaube, ich mache, dass dieser Backseat-Command auch ständig reinkommt in den Chat von selber. Das könnte ich machen. Ey, wo ist denn der... Gamble geht wieder top, ja, geht wieder. Da ist jemand glücklich. Hä, wie weit ist er runter? Oh, wir haben ihn schon über halb runter. Oh, das ging ja relativ schnell. Hä? Das ging echt schnell. Dein von Dragon ist auch OP. Oh, haben wir Mate Boost oder sowas? Ich weiß es gar nicht. Grudis? Wanderfeier haben eine Sauna, bin eingestiegen und gedacht, ich kriege einen Hitzschlag. Ach du Scheiße, ey. Schlimm, oder? Ey, Deko, freut mich, dass du hier bist. Guten Abend in die Runde, ey.
Süß, dass du vorbeiguckst, ehrlich. Die Hitze ist halt schrecklich. Und das Schlimme ist, das ist halt das Ding, warum Streamen gerade echt nicht so easy ist, muss ich sagen. Weil es einfach so warm ist und dazu mein PC noch richtig warm wird. Wenn ich Ark streame, also Ark spielen, da wird mein PC schon warm. Klar, Ark halt. Und dann noch Ark streamen, dann wird er noch wärmer. Und dann ist hier im Raum schon so warm. Und mein PC ist mir zu warm. Echt, oh mein Gott, zum Glück habe ich diesen Ventilator. Der rettet mich ein bisschen. Weil an sich, ich habe halt übel Bock, ne? Wenn es an mir geht, jeden Tag, ehrlich. Ich habe richtig Bock hier einfach mit Leuten zu quatschen und ein bisschen Ark zu zocken. Besser geht's nicht. Aber holy shit, ey, dieses Wetter, das macht schon... Ich hatte heute 35 Grad und war schwule, wo keine Klimaanlage ist. Ach du Scheiße, Max einfach gestorben oder was? Klimaanlage kaputt, auch richtig schön bei dem Wetter. Ich habe halt nicht mal eine. Ich habe noch nie eine besessen, tatsächlich. Gibt es da nicht schon hitzefrei? True, hä? Was ist eigentlich aus hitzefrei geworden? Gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe noch nicht einmal geheilt. Bei dem ganzen Bossfight nicht. Kommt mir vor, als wenn ich in so einem WoW-Raid oder sowas bin. Sind die nicht immer so crazy lang? Wo die immer nur so eine Taste drücken die ganze Zeit? Sind nicht so offen dafür. Mein Wohnzimmer war heute Mittag übel warm. Wir hatten zwei PS5 an. Oh nein! Was ist BDO? Was ist das denn? Da müsst ihr mich jetzt wieder aufklären. Was zum Teufel ist das? AFK zu angeln? Und dazu in der ersten Stunde Sport und hitzefrei wurde bei meiner Schule entfernt. Entfernt, oder was? Ey, das ist doch... Ey, was ist los in der Welt? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Einfach entfernt. Nee, zu heiß gibt's nicht mehr. Black Desert Online. Ah, das kennt ihr ja sogar. Ey, der Duffel, hallo, guten Tag. Die dürfen hitzefrei entfernen. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Einfach so... Ah, hier ist diese Hitzefrei-Regel bei uns in der Schule. Weg. Dafür kühlt es durch die Kühltheken schön runter. Oh, das ist natürlich OP, ja. Desto unangenehmer wird's, wenn du rausgehst. Oh, da kriegst du richtig, ja, so ein Brett vor den Kopf, ne? Das ist krass. Hört ihr meinen PC? Mein PC ist gerade richtig laut. Holy shit. Der arbeitet gut. Der hat hart zu knüppeln hier. Ich könnte höchstens das hier machen, vielleicht. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber ich glaube nicht. Hat es entfernt, früher durfte man ab 30 Grad zu Hause bleiben. Ab 30 Grad? Oh, da hat man ja sogar so ein paar Fälle gehabt sogar. Und warte sehnsüchtig auf den angeblichen Regen. Ey, das hat vorhin schon mal jemand geschrieben. Vorhin sagte auch jemand, er wartet auf Regen bei sich. Ey, ich weiß mein Leben nicht. Ups. Ich dachte gerade so, ups, ich muss auch mal ein bisschen gucken, ey, wenn ich gerade am Tanken bin. Marc, herzlich willkommen, ey. Schön, dass du hier bist. Wie geht's dir? Alles gut? Kann der Kampf mal vorbei sein, ich will meinem PC wieder eine Pause gönnen. Der ist gerade wie ich gequält. Der hört sich gar nicht gut an. Ey, Brudi, wir schaffen das okay zusammen. Alles gut. Bosskampf ist fast vorbei. Ich bin warm, ja, wir sind alle warm. Wir müssen ja alle zusammen das durchstehen. Und mein PC ist auch übel warm. Es ist alles warm. Glaub mir das, es ist nicht einfach. Oh, Kühlhaus. Das wäre ja auch anders. Oh, hat Michi mir geschrieben? Ich glaube, das war Michi geleitet. Warte. Einmal schnell gucken. Oh, sorry, ich bin bei der Feuerwehr. Ah, oh, Michi hat zu tun, schade. Schade, Michi lässt mich hängen, aber egal, jetzt ist Bosskampf eh fast vorbei. Na klar, mir geht's gut und dir? Ja, mir geht's auch gut. Nur warm, sonst gut. Also bei mir ist übelst Gewitter und es regnet und gewittert seit einer Stunde. Oh, das ist wild. Oh, ich hab's geschafft. Fallen Godly Orb erhalten. Ey, Udi, danke, ne? Danke, habe ich was geschrieben. Kuss. Kuss. Danke, Udi, danke. Geht nicht in die Schule und scheißt auf die Schule. Ich weiß nicht, ob das der Big Brain Move ist. Weiß ich nicht. Das klingt mir eher nicht so nach einem Big Brain Move. Ey, Udi, bekommt man da irgendwie Loot oder so? Hast du irgendwas eingesackt oder eher nicht so? Bekommt man da einfach gar nichts außer diesen Kibbel. Okay, perfekt. Das muss ich mit Michi eigentlich nochmal machen, ne? Fällt mir gerade so auf. Och Mann, ey, warum ist Michi immer nicht da? Warum lässt der Junge mich immer im Stich? Obwohl das halt easy war. Das war halt easy. Das könnt ihr auch alleine machen. Dauert halt nur lange. Das dauert halt lange. Das ist schade. Hab alle Arbeiten für dieses Jahr schon geschrieben. Oh, dann würde ich wirklich mit dem Arsch zu Hause bleiben, glaube ich.
Vasilius konnte move. Echt gut, ja. Einfach, aber den Scheiß auf Wetter, Hauptsache Geld. Mag. Das sind die wichtigen Aussagen. So will ich das hören, so und nicht anders. So, jetzt habe ich diesen Godly Orb. Was macht man damit? Fallen Godly Orb. Und dafür brauche ich eigentlich gar nicht so viele super wilde Sachen, ne? Hä, kann ich so ein Ding schon zähmen? Jetzt Fallen Tame habe ich gehört. Warum machst du so einen Kappa dahinter? Warum? Was gibt's zu kappern da? Ich verstehe das nicht. Kann ich nicht wirklich einzähmen jetzt? Was gibt's da zu kappern schon wieder? Ich glaube, kann ich das nicht? Das klingt absurd. Nee, ich finde, das klingt eigentlich voll gut. Würde ich mir mal gönnen eigentlich. Wäre ich down für, wenn das nicht so schwer auszunocken ist? Muss ich die mit dieser scheiß Trap ausnocken? Place two of these nearby each other to create a poison trap. Will deal a big amount of damage auf Topor, but has to be once the golden cloud is gone, the creature can gain Topor again if you, was? If you strategize, make sure there is a gap of 3 seconds between each other. Make sure when placing it down that it falls away from you, otherwise it may explode in your face. Was? Okay. Also sind die da, um die zu zähmen? Mit was kann man die noch zähmen? Kriegen die irgendwo anders von auch noch Topor oder ja nicht so? Scheiße. Oh, ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin. Das wird ja wieder anders wild. Scheiße. Aber vielleicht. Weißt du was? Wir machen das. Wisst ihr was, Chat? Wir legen los. Was soll uns da aufhalten? Diesen Orb kann ich mir leisten. Es ist ein Fenrir da. Level 600. Fenrir wird meiner sein. Ganz einfach. Der wird meiner sein und da kann mir nichts dazwischen kommen. Bin ich mir recht sicher. Orb, wo macht man den? Hier drin? Ja, den machen wir echt hier drin. Einfach pullen. Huh. Oh, davon mehrere oder ein? Bestimmt ein, oder? This is used to tame the biggest and baddest of the creatures, the fallen godlies. Okay, ich komme so, ich mache mich mal ins Bett. Um 5 Uhr klingelt der. Oh, ach du Scheiße, ey. Ich wünsche eine gute Nacht, Schlaf, gut träum was Schönes. Und ich hoffe, morgen hast du nicht so ein Brett vorm Kopf, wenn du rauskommst bei dir, okay? Ey, ich hoffe, das wird nicht so schlimm. Ich glaube, ich gehe da jetzt einfach hin. Nur einen? Ja, easy. Dann gehe ich da jetzt einfach. Fliege ich da hin? Ich wünschte, ich hätte da irgendwo Teleporter, aber habe ich wieder nicht, weil ich so vorbereitet bin, ich laufe ja nicht. Ich laufe mit meinem Spino dahin, glaube ich. Das ist eine gute Idee. Spino, mit dir auch mal wieder ein bisschen rumlaufen. Also schon die Mod Abyss gezockt? Nein, tatsächlich nicht. Und ich habe gestern recht gute Sachen darüber gehört und bin ein bisschen überrascht, dass so gute Sachen darüber gesagt werden. Weil ich hatte gehört, dass sie so ein bisschen sehr buggy ist und sowas. Aber ich würde die in Betracht ziehen tatsächlich. Ey, das habe ich euch noch gar nicht gesagt. Ich würde die in Betracht ziehen. Mein lieber Chat. Wieder Supreme? Hä, schon lange. Wir spielen immer noch Supreme. Wie, was, wieder Supreme? Hab übrigens wieder Delay. Ich glaube, es ist mein Handy. Oh, das kann sein. Ja, das kann sein. Wahrscheinlich schon, ja. Gamble 1000. Warum ging der Gamble nicht? Woran hat es gelegen schon wieder? So, ich hoffe, ich kriege das hin, den zu zähmen. Ich weiß noch nicht genau, wie das geht. Ich weiß halt nicht, ob man auch normale Pfeile benutzen kann. Das werde ich gleich als erstes testen. Ein bisschen mit normalen Pfeilen drauf schießen und dann mal gucken. Oder das Alter, ja, vielleicht hast du einfach Real-Life-Delay, das kann auch sein. Warte. Warte, jetzt muss ich da mal, was habe ich denn da verpasst? Worum geht's denn da gerade? Wird in meiner Uni auch erwartet, aber gibt es keinen Kurs, es ist kein Thema, aber ich weiß jetzt nicht, ob es so schlimm ist, soziale Dinge finde ich auch nicht schlecht, ich kritisiere eher die Herangehensweise. Oh, das fühle ich aber sehr, muss ich sagen. Das muss ich sagen, fühle ich sehr, was du sagst, glaube ich. Weil, also wenn ich das zumindest richtig verstanden habe, weil ich finde, irgendwie diese Sachen, für die Menschen sich einsetzen im Moment, finde ich echt gut, viele Sachen. Okay, das Gender-Ding, da bin ich neutral gegenüber, das juckt mich halt nicht. Also, ich bin da jetzt nicht für, aber whatever. Aber ich finde immer dieses Aufdrängen bei Leuten von irgendwelchen Sachen, finde ich schrecklich. Das finde ich leider echt schlimm. Dieses, wie Leute da rangehen, einem das aufdrängen oder zwingen zu wollen. Wenn halt jeder so wäre und sagen würde, musst du selber wissen, ob du es machst oder so, dann wäre es halt, würde es halt keine Probleme geben. Aber super viele Sachen werden einem so reingedrückt und das finde ich immer ein bisschen unschön. Alter, wie lange war ich denn nicht mehr auf Twitch? Weiß ich auch nicht, Max. Ich bin ja schon wieder 11 Tage am Supreme spielen. Aber die ganze Zeit nicht da gewesen, der Bengel. So, wir werden jetzt ein Godly zähmen, wahrscheinlich, Fallen Godly, und wir schauen mal, was wird.
Vielleicht kann ich ja, wie viel Toporte denn? Ich muss alles ein bisschen abchecken. Ich glaube, ich muss ja auch ein Bett aufstellen. Das wäre auch relativ wichtig. Das wäre smart. Ja, das wäre gut. Fände ich auch gut. Ich habe auch das Gefühl, dass viel zu viele Sachen beigebracht werden, die du nie wieder im Leben benutzt. Das ist einfach so. Und ich finde, es gibt viel wichtigere Dinge als, wie heißt der ganze Kram? Ich komme jetzt nicht drauf, aber auf jeden Fall matte Sachen sind viele. Echt Shit, die du nie wieder benutzt. Der 53 Millionen Topor. Oh, das ist krass. Bei dir ist das, man muss gendern, weil das so ein Sozialding ist. Das ist ja crazy. Das wusste ich nicht mal, dass das so krass ist. Oh, wild, hä? Ey, Fanboy GT, hallo, guten Tag. Heute die letzte Abschlussprüfung geschrieben, war auch echt unnötig. Warum war die echt unnötig? Liegt an meiner Uni, ey, crazy. Hab ich noch nie gehört, dass das so ein Muss ist irgendwo. Kann ich da mit normalen Pfeilen drauf schießen? Never. Wir machen gerade einen Test, ne? Ich sterbe wahrscheinlich gleich, aber ist okay. Oder auch nicht. Hä, okay, die Pfeile gehen gar nicht. Das geht anscheinend nur mit diesen Traps. Und ich weiß nicht, was die Traps kosten. Weil ich habe davon nicht so viele. Kann man die gar nicht craften? Bekommt man die nur gedroppt? Bett ist aufgestellt, Bett ist aufgestellt. Natürlich, natürlich der Profi. Kennt man mich anders? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Hä, das ist ja bitter. Ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll. Oh, ist der sauer auf mich? Nee, oder? Nee, der ist nicht sauer auf mich. Okay. Ich weiß halt nicht, wie viel die machen. Im Inventar macht man die? Wie kriegt ihr auf Akku, dass der da durchläuft? Ich will nur mal wissen, wie viel die machen. Junge. Das war's schon wieder komplett. Ich habe mich so erschrocken. Holy shit. Ich sag schon mal RIP. Ja, danke schön. Danke. Kann ich den irgendwie aggro ziehen und da hinbekommen? Wie mache ich denn das? Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Och man, muss das sein? Ey, wieso habe ich mein Jump-Ding auch nicht mehr dabei? Ich habe ja gar nichts mehr dabei. Ich bin doch nicht vorbereitet. Vielleicht bin ich doch nicht vorbereitet. Vielleicht hast du mich erwischt wieder. Das kam unerwartet, das kam sehr unerwartet. Ey, ich kann den halt auch nicht anschießen mit irgendwas. Ich weiß nicht. Oh, ich kann ihn doch anschießen. Och man, ey. Ich wollte nur den da einmal reinlocken. Bitte. Ey, ich habe 3 Mille Damage gemacht mit meiner Waffe. Was war das denn? Wie viel Leben hat der? Nicht, dass ich den fast getötet habe. Ich weiß nicht, wie viel Leben der hat. Der hat bestimmt viel, oder? Ah, der hat viel, okay. Er läuft selber rein. Fast. Okay, ich habe ihn getroffen. Ich glaube, ich wurde auch ausgenockt, erst bevor ich gestorben bin. Habt ihr das gehört? Das war so kurz so... Wie viel Topa? 6 Millionen. Okay. Ist nicht schlecht. Mann, ey, noch einmal. Ich raste aus. Was habe ich dabei? Feuerspieler, ich kriege nicht schnell genug. Also unter Kontrolle. Komplett. Ich muss alles drumherum töten, sonst wird das nichts. Ich muss da zu Fuß rumlaufen und die Dinger setzen. Das ist doch einfach ein Krampf. Wie soll das sonst gehen? Ich habe Angst, dass der meinen Spino verspeist oder so. Das wäre halt auch nicht so geil. Sehen wir gleich. Oh mein Gott, der backt auf einmal rum. Okay, sehr gut, sehr gut. Hat auch gar keine Angst. So. Was versuchst du, ein Gortli zu zähmen? Habe ich noch nie gemacht, tatsächlich. Kann man die im Inventar craften, nur die Dinger? Oder was sagtest du? Boah, meintest du, ich habe nur welche im Inventar? Ich habe nur welche im Inventar. Und kriege ich nur von Nightmares welche, oder was? Müsste ich erst wieder Nightmare killen, um wieder neue Fallen zu bekommen, oder was? Oh nein. Ist hier irgendwo meine Falle? Nicht, dass ich meinen Spino gleich ausnocke.
Wir feiern eine Premiere, tatsächlich ja. Ja, habe ich noch nie gemacht. Ist das hier die Falle? Das ist die Falle, die ich gesetzt habe. Naja, perfekt. Also die hat immer 3 Sekunden Cooldown anscheinend. Dazwischen. Ich weiß nicht, wie man das jetzt smart macht. Obwohl, vielleicht mit dem Griffin? So ein bisschen reinlocken? Das könnte vielleicht klappen. Oh Scheiße, ich habe bestimmt nicht mehr genug jetzt. Ich glaube, ich habe bestimmt nicht mehr genug. Warte, die machen 6 Mille Topo. Der hat 50 Mille, da brauche ich ja 10 Stück. Fast. Und wie viel habe ich? Ich habe ja noch 20. Wie viel habe ich? 20, aber ich muss ja auch immer 2 stellen, damit eine funktioniert. Das wird so knapp. Das wird so knapp. Oder nicht? Wie weit kann man die auseinanderpacken? Scheiße, ey. Ja, ich schieße einfach immer drauf. Wird schon. Der kriegt ja 3 Mille Damage. Warum kriegt der so viel Damage? Und warum greift er mich nicht an? Was ist mit ihm? Jetzt. Wie das Vieh immer ausnackt. Junge, was hat das für eine Rage? Was hat das für eine Rage? Ich werde das so weitermachen. Ohne Witz, Chat. Ihr denkt, das kann man irgendwie besser machen. Bestimmt kann man mit Sicherheit besser machen. Mache ich aber nicht. Ich mache es nicht besser. Ich mache das genauso weiter. Weil das ist einfach. Es wird einfach klappen. Es wird am Ende des Tages wieder so klappen. Und das ist okay. Es ist einfach okay. Das Vieh ist halt wild, ey. Krass. Das ist echt krass. Ja, es sieht schon richtig aus. Ich wollte gerade sagen, sieht schon richtig aus. Dann kann ich nicht irgendwo hier weiter hinten schon meine zweite stellen und den... Wo kommst du her? Bruder, das kann man sich nicht ausdenken. Ehrlich, bitte lass mich einfach gehen. Du wirst mich töten, ne? Du wirst mich sowas von töten. Ich stelle mich an den Baum. Du kannst mir gar nichts. Okay, warte. Wo ist mein Spino? Spino, du bist dran, bitte. Spino, rette mich. Spino, oh, nice, du bist der beste Spino. Ehrlich, ich liebe dich. Ich habe nur ein bisschen Angst vor dem Dude da hinten. Ey, jetzt haut er einfach ab. Ach, der kommt gleich wieder, wenn ich hier absattel. Hab die vor unserer Base gestellt und Mischanski aufgeregt. Reingerufen, Junge, ist der zusammengeklappt. Was macht ihr, Junge? Ihr macht auch schon wieder anders wilde Dinge, ne? Ihr macht es nochmal ein bisschen wilder als ich. Dann mache ich doch lieber meine komische Variante hier. Auch wenn die echt nicht die beste ist. Also ich bin ehrlich, ich gestehe mir ein. Das ist möglicherweise nicht der beste Weg. Vor allem mache ich echt viel Damage an dem. Hat ja doch echt viel Leben, scheiß drauf. So, wir machen das nochmal so. Ey, guck mal, das hat eigentlich hat die echt gut Range. Kommst du her, mein Brudi? Ey, wenn ich das jetzt smart machen würde, ne? Ist er durchgelaufen? Er ist durchgelaufen, oder? Ey, ich könnte halt mir von zu Hause so einen Jump Charm holen. Und dann könnte ich hochspringen und dann wieder eine Falle setzen vielleicht. Ja, ich glaube, ich mache das. Wir versuchen das. Warum nicht? Ja, was passiert hier? Wo bin ich denn? Oh, das ist nicht mein Zuhause. Kannst du mal die Settings von deinem Server in dem Video zeigen? In dem Video zeigen? Ich kann höchstens die Settings auf Discord schreiben, wenn du die unbedingt haben willst. Die sind eigentlich sogar auf dem Discord. Ja, die sind auf dem Discord, hä? Was soll ich denn da noch zeigen? Aber fast zu Hause, ja. Ich versuche einfach mal hochzuklettern, wo die Treppe ist. Ey, ist alles ein bisschen problematisch. Ich weiß auch nicht. Ich habe gerade meine Schwierigkeiten, aber das ist okay. So, Jump Charm, wo ist der? Ey, Spino, muss das sein, dass du hier die ganze Zeit so im Weg stehst? Ich habe hier übrigens ausgebaut, guckt euch das an, Leute. Ich komme jetzt sogar noch ganz oben. Ich hätte vielleicht einfach die andere Leiter nehmen sollen, aber ja, ich komme noch ganz oben. Jump. Lucky Healing. Lucky Jump Charm, das ist das Ding, was ich haben will. Alles wie immer, alles wie immer. Ist halt schon ein bisschen so, hast schon recht. Ja, aber auf Discord sind die zu krass. Dann stell die einfach ein bisschen runter. Ist ja nicht so schlimm. Kann mich irgendwas töten hier? Ich muss wieder zu meinem Fenrir. Terrorbird, please. Ich habe meine auch nur ein bisschen runtergestellt. Aber von mir aus kann ich die hier nochmal reinstellen. Aber das ist halt echt nur eine Zeile anders, glaube ich. So viel habe ich da nicht geändert. So, zack. Da sind wir wieder. Und bin jetzt auch auf dein Discord gejoint. Ey, Max, das ist einfach traurig. Nein, juckt doch nicht. So, okay. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal. Wir versuchen nochmal das Ganze in ein wenig smarter zu machen. Aber nicht viel smarter. Also im Prinzip endet es genauso wie gerade, dass wir sterben wahrscheinlich.
Er ist reingelaufen und ich lebe. Ha. Ha. Und wenn ich jetzt... Oh. Okay, okay. Aber wenn ich jetzt eine zweite Falle gestellt hätte, könnte ich da hinfliegen und genau, das steht nämlich in der Beschreibung, genau die Cooldown abpassen, wo er wieder Cooldown bekommt, wo er wieder Topo bekommen kann. Und dann fliege ich da einfach rüber. Das mache ich jetzt nämlich. Ihr werdet das sehen, das wird klappen. Wie viel habe ich jetzt gemacht? Wir haben schon ordentlich was gemacht. Wir haben den halb down fast. Aber ich habe auch nicht mehr so viele Traps. Warte, wir gehen... Ich darf halt keine Trap verkacken, ne? Ich darf halt echt keine Trap verkacken. Warte, wir gehen mal hier hinten hin. Schaffen wir sowas? Ich weiß es nicht. Das sehen wir in der nächsten Folge von Machi macht dumme Sachen. In seinem Livestream. So, warte. Ich kann nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Was haben die für eine Hitbox? Was haben die für eine Hitbox? Jetzt reichen die nicht mehr, glaube ich. Udi, hast du eine Trap über, falls das nicht reichen sollte? Für einen armen Mann? Ich frage, weil ich kann kein Nightmare mehr besiegen. Ich kann nicht noch ein Nightmare vorher besiegen, dann drehe ich durch. Falls das nicht reichen sollte, hast du eine Trap für mich? Bitte, lieber Gott, Udi, bin ich mehr auf dem Server. Wieder nur am Schnorren, ey. Aber im Inventar... Ich kann nicht auf dein Inventar zugreifen, oder kann ich? Ach Junge, ich mache einfach so weiter wie bisher. Ich habe 10 Traps. 10 Traps machen dann ja 30.000 Topor. 30 Millionen Topor. Das muss reichen. Eigentlich muss es genau reichen, wenn ich keine verkacke. Dann mache ich lieber so weiter wie bisher. Außer ein Megaloceros läuft in meine Trap rein. Kann man sich nicht ausdenken. Ohne Witz kann man sich nicht ausdenken. Mein Glück ist einfach anders. Mein Glück ist anders. Kannst du nicht welche spawnen? Ich meine, daran liegt, dass es ewig braucht, die Nightmares zu töten. Ja, ich glaube, ich mache das auch. Zur Not mache ich das. Wenn ich das finde, mache ich das. Aber es ist nicht so einfach, die zu finden. Ey, ein Megaloceros läuft in meine Trap rein. Das ist schon wieder großartig. Und ich glaube, ich kriege die wahrscheinlich gerade so nicht down. Ich mach das einfach so. Zwar sterbe ich dann einfach richtig oft, aber das ist okay. Ehrlich, lieber so, als dass ich noch mehr Traps verkacke. Ich kann das nicht mehr. So, zack, wieder getroffen. So, machen wir jetzt einfach weiter. Ist eine komische Variante wahrscheinlich ein bisschen. Chat ist okay, aber müssen wir jetzt durch zusammen. Vielleicht lohnt es sich. Krieg ich die noch down? Ich habe noch 3. Nee. Bin ich traurig, ihr seid traurig. Da kommt er schon wieder. Junge, er ist echt gar nicht so schnell, ne? Das ist so eine komische Kacke. Er ist fast gerade so nicht, oder? Bei wie viel war ich? Obwohl? Habe ich die 6 Mille gemacht mit einer? Oh mein Gott, passt das genau? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Rechenass. Ich weiß auch nicht, ob ich wirklich 6 Millionen gemacht habe. Ich habe nicht genau geguckt. Da fehlen gerade 11 Mille. Oh, wenn die 6 Mille machen, dann passt es. Habe ich Glück? Oh, bitte lass mich Glück haben und bitte lass den gut sein für den nächsten Boss, bitte, lieber Gott. Und lass mich nicht... Nee! Sind die zu weit auseinander? Die sind zu weit auseinander, warte. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh no, 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 no. Wo kann man in Discord rein? Wie, wo kann man in Discord rein? Was meinst du? Wie man da joinen kann auf dem Discord oder was? Ich hoffe, die daneben gehen nicht kaputt. Hä, er hat einfach abgebrochen. Was macht der? Die scheiß Megaloceros. Nein, das macht mir alles kaputt. Warum beißt er das nicht? Megaloceros down. Kommst du jetzt her? Kommst du her? Läufst du rein? Läufst du rein? Ja, du bist reingelaufen. Perfekt.
einmal noch. Ich glaube, das könnte was werden vielleicht. Ist die eine Trap noch da? Wenn die eine Trap noch da ist, passt es genau. Oh mein Gott. Oh mein Gott, not even close. Not even close, ehrlich. Oh mein Gott. Please. Lass die eine Falle noch da sein. Wenn die noch da ist, habe ich eine Chance. Ist sie noch da? Ich sehe sie nicht. Ich sehe allgemein schlecht. Kann es sein, dass sie mit hochgegangen ist? Oder steht er da drauf oder so? Da fehlt eine Trap. Das kann nicht sein. Ah ne, ist hier. Alles gut, alles gut. Okay. Das ist nicht zu weit weg. Nee, ist es nicht. Okay. 8 Mille? Warum mache ich auf einmal 8 Mille? Er liegt, oder? Bitte, lass ihn liegen. Bitte. Bitte. An was anderes Großes? An was denn? Oh, er liegt. Er liegt. Oh mein Gott, ich hab ihn down. Ich hab einen faulen Gorli. Fenrir down. So, und jetzt? Mache ich da jetzt einfach das Ding rein. Er ist gezähmt. Er ist gezähmt. Ich hab ihn. Das ist der erste, den ich jemals gezähmt habe davon. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, warum du dir Sorgen gemacht hast. Ich weiß auch nicht, warum ich mir Sorgen gemacht habe, ehrlich gesagt. 2,2 Mille vom Start. Junge, das ist schon anders wild, oder? Das ist schon anders wild. Rechtsklick? Ist das ein Angriff? Was ist da Rechtsklick? Ich habe keine Ahnung, was das war, ehrlich gesagt. Hat der so einen krassen Angriff oder so? Wenn die Leiste voll ist unten? Ich habe keine Ahnung. Ich mache mehr Damage oder so, kann das sein? C? 500.000? 500.000, glaube ich. C ist auch nicht schlecht. X? Hat der einen X-Angriff? Der hat keinen X-Angriff. Ey, der sieht halt echt cool aus, ne? Ey, ich hätte nicht gedacht, dass wir heute so durchrushen, ehrlich gesagt. Das war ja crazy auf einmal. Hey, ich kann mich nicht wehren gehen, der hinter mir ist. Ich kann nämlich nicht rennen, weil Frost kann ich einfach nicht rennen. Da bin ich einfach am Arsch. Was zum Teufel? Ich bin schon ausgelevelt. Das ging fix. Ich weiß nicht genau, was ich leveln will. Ich kann keine Movement Speed scannen, sehe ich gerade. Sieht ein bisschen aus wie Mifflin. Sieht echt ein bisschen aus wie Mifflin. Hast du recht. Leben auf jeden Fall. Oh mein Gott, der hat ordentlich Leben. Der kann keinen Sattel haben. Dann soll ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Leben machen noch, oder? Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie schnell der im Wasser ist. Ein bisschen viel Leben, ja. Ich will mal einmal ins Wasser. Einmal schnell testen. Einmal schnell eine Heal-Potion rein. Nicht, dass die mir jetzt drauf geht oder so. So, wir gucken mal schnell. Ey, das ist wild. Das ist schon sehr wild. Ey, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich heute sowas Krankes bekomme, ehrlich gesagt. Aber überhaupt nicht. Oh, der ist schnell im Wasser. Tatsächlich ist er echt schnell im Wasser. Holy shit. Der ist übel schnell im Wasser. Reden ist schon übel, das wird jetzt zu mir ziehen. Ich muss schnell mit den Hunden raus. Ich hoffe, du bist dann noch on. Wenn nicht, hören wir uns morgen in aller Frische. Okay, machen wir. Du streamst am Morgen, oder? Ich denke schon. Ich denke schon, dass ihr mich morgen wieder ertragen müsst, ja. Ich bin ja eigentlich im Moment jeden Tag da, eigentlich. Ich denke schon. Cookie, aber ich wünsche viel Spaß mit deinen Hunden. Oh, der springt ja sogar. Das habe ich vorher gar nicht getestet. Kommt natürlich von einem Freund. Ich weiß es, das ist Dissenter. So, Damage, ne? Oh nein, Gewicht! Oh mein Gott, Gewicht. Oh mein Gott, Gewicht. Das wäre so viel Damage gewesen, was ich gerade geskillt habe, glaube ich. Oh nein, ich habe so viel Gewicht geskillt. Oh nein, ich bin traurig. Oh Mann. Ah, passt schon. Hab noch 4 in Damage geskillt, glaube ich. Scheiße, 25 mehr in Damage wäre schon weg gewesen, glaube ich. 6,8 Mille. Oh, nice. Oh mein Gott, das sieht schon besser aus. Ich glaube, der hätte 7 machen können oder wahrscheinlich sogar 8. Wenn ich nicht ein bisschen Gewicht geskillt hätte. Ein bisschen 25 Level in Gewicht, nämlich. Ist auch so wild. Ey, Aileen ist ja noch da. Aileen, bist du gerade vom Busch wieder da, oder?
liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Man macht nur 5 Millionen Schaden. Ey, ich mache ja nicht nur 5 Millionen Schaden. Einfach trotzdem noch One-Shot tot, ne? Frisch aus dem Ei geschlüpft. Perfekt. Warten nu, wie warten nu? Ich bin gerade gestorben. Das ist gerade passiert. Ich wurde gerade von irgendwas hochgejagt. Auf meinem Sattel schon wieder. Obwohl, der hat kein Sattel, das ist gelogen. Aber ich bin schon wieder da. Kein Problem. Ey, ich würde damit gerne mal Nightmare jetzt wegmachen. Das geht bestimmt ein bisschen schneller jetzt, oder? Als vorher, ich denke schon. Holy shit. Scam, direkt Gamble wieder verloren. Oh, das ist schon wieder traurig. Weißt du was, du hast es einfach nicht leicht. Wenn ich jetzt noch Nightmares wegkloppe, dann kann ich ja nochmal einen Fallen mir gönnen. Vielleicht sogar. Aber ich brauche halt diese Traps. Und die Traps geht man nur von Nightmare, kann das sein? Die kann man nicht craften, oder? Mishan? Mishan, kann man die Traps craften? Nee, ne? Ja, das darfst du mir gerne sagen übrigens. Wie viele Betten auf der Map stehen? Ja, das muss einfach, geht nicht anders. Ich mache mich ins Bettchen, wünsche euch noch viel Spaß und bleibt anständig. Ey, gute Nacht, Mishan, schlaf gut, träum was Schönes, ne? Danke, dass du hier wieder gemoddet hast. Gamble Tausender. Oh, hier ist schon Nightmare, lol. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, hauen einfach mal drauf, würde ich sagen. Oh, hier sind auch andere, sehe ich gerade. Oh, shit. Ah, den habe ich schon tot. Ne, hier sind noch mal andere. Guck mal, das geht echt ein bisschen schneller jetzt. Nein, werden nur gedroppt. Okay, gedroppt. Wie habe ich das denn gesagt? Einfach, da bin ich ja wieder richtig deutsch gewesen. Mind Vibe Potion. Hä, was passiert denn? Warum sterbe ich denn gerade die ganze Zeit? Was passiert? Mind Vibe. Guck mal, wie er Mind Vibe geschrieben hat. Das war's komplett. Warum sterbe ich so komisch? Kann mir das mal einer sagen? Ich sterbe die ganze Zeit durch irgendwelche komischen Tribesmen. Geht's dem gut, ja, ne? Ah, dem geht's mehr als gut, okay. Ich wollte nur meinen Wolf einpacken, Mann. Diese scheiß Tribesmen. Warum töten die mich auch auf dem Sattel? Ohne irgendwie was vorher zu machen. Geht also gleich los. Bei dir geht's gleich los. Oh, wild. Wahrscheinlich wird er. Ey, Junge, was hat der für eine Inbox? Ach, Mann, ey. Ach, Mann. Ja, heute ist echt schlimm. Ich werde geprüft. Sollten wir auch nicht zurücksetzen. Nee, finde ich auch nicht. Finde ich auch nicht. Lohnt auch einfach nicht. Kann man einfach so lassen. Ja, ich komme halt nicht ran. Der muss einfach gewinnen, aber der gewinnt ja auch. Also alles gut, glaube ich. Der braucht halt ein bisschen sehr lange. Oh, ich würde schon gerne wieder drauf. Bei mir hat es auch krass geblitzt. Was passiert hier? Ach, Mann. Ey, ich könnte mich auf irgendeinen Dino setzen und dann da hingehen und den einpacken. Das könnte ich machen, vielleicht. Zeige dir nochmal, wie das Game geht. Nee, Max, alles gut, kriege ich hin. Das kriege ich hin, alles gut. Ich komme klar. Aber danke fürs Angebot. So, hier. Ich mache das jetzt so schnauzevoll. Wir rennen da so hin. Wenn der Baum mich nicht aufhalten würde. Immer akkurat mit auch. Ja, nee, ist mir schon aufgefallen. Krass. Wie der immer aufpasst. So, Fenrir wurde eingepackt. Gott sei Dank. Das war ja wieder richtig schlimm. Ey, diese Tribesmen, die hauen einen einfach vom Seil und das ist unfair und das stinkt und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und ich glaube, ich werde schon wieder mit Granaten abgeworfen. Hört auf zu quälen, bitte. Ich will einfach meinen Fenrir rauswerfen und ich will wieder gegen den Nightmare kämpfen. Soll man Zeug ausmachen? Ja, ich mache auch nicht aus. Mich kann keiner aufhalten. Ich bin ja am Stream, mich kann keiner aufhalten. Scheiß drauf. Musst du über Handy gucken, gibt's keinen anderen Weg. Der ist nicht am Strom die ganze Zeit. Hey, guck mal, wie schnell das jetzt geht. Oh mein Gott, Nightmares sind jetzt einfach. Nichts kann mich aufhalten. Nee, schon gemerkt, ey. Du bist wirklich voll drin. Danke für deinen Support, Aileen. Okay. Warte, was macht mein Rechtsklick eigentlich? Macht der irgendwas Wildes? Die Tribesmen sind wieder zu mir gekommen und haben mich wieder hochgejagt. Die rennen mir einfach den ganzen Tag hinterher. Die sind so sauer. Warum sind die so sauer? Woher kommt der Hass? Ich verstehe es nicht. Und die one-shotten mich auf einem Sattel. Ist das dumm? Das ist dumm, oder nicht? Hä, warum ist hier jetzt noch so ein Vieh? Hä, wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Hi, bin wieder da. Hallo, H-I-V-H-I-H-I-H-I-H-I-H-I-V-K. Ah, hieß du nicht Lukas oder so? Schöner Name auch. So, wie sieht's aus? Haut er zumindest auch noch drauf? Ja, er haut drauf. Er gewinnt das auch.
Ich will gar nicht so nah dran, ich will nicht wieder sterben, kein Bock. Er macht das schon. Er gewinnt das alleine. Warum haut der alleine so langsam und mit mir drauf so viel schneller? Das muss man nicht verstehen, ne? Werde ich jetzt vor dem Itchy angegriffen oder was? Nee, wollte schon sagen. Die verurteilen. Ey, Barbara Salisch ist im Chat, Leute, müsst ein bisschen aufpassen. Da wird man ganz schnell verurteilt bei ihm. Gewinne, mein Fenrir, gewinne. Du schaffst das alleine. Ich will auch gar nicht auf dir reiten. Ich will einfach nur zugucken, wie du den Kampf gewinnst. Dein Gorli stirbt gegen einen Wurm. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich mache mir da eher weniger Sorgen. Mein Gorli hat noch ein bisschen Leben. Er hat noch ein bisschen viel Leben sogar. Ist, glaube ich, alles unter Kontrolle. Aber dem Wurm geht es nicht mehr so gut. Der hat gelitten. Kann ich da jetzt schon ein bisschen näher ran? Ja, einen Biss noch, dann ist er weg. Nice! Ey, du bist einfach der Bringer. Ohne Witz, der ist echt wenig, wenig gut. Hat er das auch abgebaut und abgefarmt? Der hat's abgefarmt. Let's go. Und ich habe wieder 6 Traps bekommen. Ey, mit den Traps weiß ich zumindest nächstes Mal, wie ich besser damit umgehe. Das ist schon mal gut. Weh, ihr habt mich wieder hoch, ihr kleinen Bengel. Ich wusste es. Bitte töte sie alle. Töte sie alle. Du schaffst das, Wolf. Bitte. Warum ist jetzt da ein Bett? Ey, ich bin falsch gespawnt. Och Mann, ich bin so ein Affe. Bitte töte mich. Ich muss zu meinem Wolf wieder hin, bitte. Könnt ihr mich aber wieder dahin schicken? Ey, warum rennst du weg? Gib mir eine Schelle jetzt. Nochmal! Dankeschön. Ich war schon an der falschen Insel. Warum sind da 2 Betten auf einmal? Das macht gar keinen Sinn. Einfach falsche Insel angeklickt. Hä, das Bett ist weg da oben. Och, deshalb. Oh, dieser Death Room hat das Bett kaputt gekloppt, oder was? Wo bin ich denn jetzt? Oh, Bruder, ich werde geprankt. Ich werde ja komplett geprankt. Okay, wir schwimmen einfach rüber. Ist auch egal. Ganz entspanntes Ding. Ich werde hops genommen heute. Heute werde ich wie ich hops genommen. Aber dann kann ich ja nächstes Stream dann auch noch entspannt ein paar Nightmares abfarmen. Kann dann diese ganzen Traps einsammeln. Und kann dann wieder ein Godly Orb machen. Und kann dann wieder mir einen zweiten ranholen. Und eigentlich wollte ich Montag, aber das habe ich jetzt nicht laut gesagt, aber eigentlich wollte ich Montag auf dem Hauptkanal wieder ein Video bringen von Supreme, weil ich mitbekommen habe, dass die Godlys reingekommen sind. Und eigentlich wollte ich dazu ein Video machen. Ich dachte, das wäre eine ganz gute Idee. Jetzt weiß ich zumindest schon mal, wie man die Buben zähmt, ne? Hat er alle abgeräumt? Ne, immer noch nicht alle abgeräumt. Ey, hau mal allen eine drauf. Kriegt er viel Damage? Oder diesmal kriegt er schon ein bisschen Damage, glaube ich. Warum tötet er die nicht? Ich verstehe das nicht. Oh, doch, macht er. Oh, Onyx will meinen Arsch. Bitte, bitte, bitte. Paranoid Survive. Es geht so. Ich finde, die hat schon echt Spaß gemacht. An sich hat die echt Spaß gemacht. Aber es gab so einen Moment, wo die Dinos übertrieben OP wurden. Und da gab es zum Beispiel so einen Petri. Der hat alles ausgenockt. Das war so ein Poison. Paranoid Poison Petri oder so. Und der hat alles ausgenockt, sogar Bosse. Also, wenn du einen Bosskampf hattest, bist du einfach hingegangen. Hast einfach einen Boss ausgenockt und hast einfach drauf geprügelt, wo der da rumgelegen hat. Das war ein bisschen schlecht gemacht am Ende. Aber der Anfang war super witzig. Der Anfang fand ich richtig gut. Ich gehe da mal schlafen, muss um 6 aufstehen. Gute Nacht. Ey, Max, gute Nacht. Schlaf gut rein, was Schönes. Ich hoffe, du kommst morgen wieder vorbei. Ich bin morgen auch wieder hier, ne? Morgen Abend geht's weiter. Da holen wir uns den nächsten Godly ran. Glaube ich zumindest. Hoffe ich zumindest. Gut, dann teste ich die mal. Also, Early Game hat super, super viel Spaß gemacht. Fand ich echt gut. Late Game wurde es dann ein bisschen zu einfach. Da sind so ein paar Sachen, die sind übertrieben stark gewesen. Da dachte ich auch so, Bruder, das war's komplett. Einfach alles One-Shot. Einfach alles mit einem Schlag ausgenockt. Aber den Petri auszunocken war wiederum nicht so einfach. Also der hatte echt super, super viel Topor. Also man musste zumindest was dafür machen, den zu bekommen. Aber, ja. Nightmare Kaka, wo ist der denn? Ist der hier? Der ist da hinten. Wisst ihr was? Ich glaube, gegen den wollen wir mal kämpfen. Weil ich brauche mehr Fallen. Und ich will gegen die Qualle eigentlich nicht wieder kämpfen unbedingt. Weil das war echt gar nicht so witzig. Die hat schon übel gestunken. Gamble? Warum geht das Gamble ab und zu nicht? Weiß ich auch nicht, woran hat es hier liegen. Das war schon echt crazy. Ey, der Fenrir ist so... Aber der ist so stark, ne? Der ist unnormal stark. Habe ich nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass die so heftig reinhauen. Und wenn ich nicht 25 in Gewicht gelevelt hätte, wäre er noch stärker. Wäre er noch viel stärker. Deshalb würde ich mir ganz gerne noch einen holen. Ich glaube, die Brutmutter ist wahrscheinlich nicht so geil. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Brutmutter ist immer... Hm, weiß ich nicht. Vielleicht auch doch.
Wo muss ich hin? Ist der unten? Oh no. Ah ne, der ist nur hier unten. Okay, alles gut. So, Nightmare KK. Das wird ja wieder... Kriegt der Fall Damage? Naja, okay, gut, dass ich das auch so teste, indem ich vom höchsten Punkt ever springe. So. Guck mal. Das sieht viel besser aus. Oh mein Gott, das hat so lange gedauert letztes Mal. Guck halt. Oh mein Gott, das geht so viel schneller. Das ist ja crazy. Oh mein Gott, mit dem Folly Dragon war es so heftig nervig. Solange nicht wieder irgendwelche komischen Tribe-Leute vorbeikommen, ist das halt easy. Fiddle down schon. Und nochmal. Und nochmal schnell. Also ich habe halt letztes Mal... Junge, wie lange habe ich an dem Boss gesessen vor... Was war das? Eine Stunde oder so? Habe ich bestimmt 20 Minuten gebraucht. Und jetzt habe ich ihn schon halb down. Nicht mal eine Minute. Schon nice. Ey, nächstes Stream werde ich mir so noch einen davon ranholen. Ich bin ja anders begeistert. Die Dinger sind ja so geil. Der die Brutmutter stinkt. Ich hoffe nicht. Und es gibt auch einen Boss, ne? Wir müssen auch noch einen Boss besiegen. Das war ja heute echt ein bisschen... Oh, Soundbug? Soundbug hat wieder richtig lecker geschmeckt. Hat sich wieder schön angehört. Warum eigentlich 69 da, Gamble? Eileen, hat das irgendeinen Grund? 690 da? Das verstehe ich jetzt schon wieder nicht. Das muss mir jemand erklären, da bin ich nicht so drin im Business. KK ist gleich down. Okay, let's go. Pass auf deine HP. Oh mein Gott, du hast recht. Oh mein Gott, du hast recht. Hättest du das nicht gesagt, wäre ich gestorben. Hättest du das nicht gesagt, wäre ich gestorben, glaube ich. Ich habe halt letztes Mal keinen Damage bekommen, weil ich einen Sattel drauf hatte. Ich hatte die ganze Zeit einen Sattel drauf. Du hast einfach recht. Oh mein Gott. Das wäre fast in die Hose gegangen. Das sind gerade Zahlen. Achso. Das verstehe ich. Gut, weitermachen. Hui, ja, da würde ich sagen, hast du einfach mal mich gerettet. Kann man die Fischer züchten? Die Fischer? Und was für ein Ding willst du züchten schon wieder? Und du verwirrst mich jeden Tag ein bisschen mehr. Wie viel haut das denn jetzt eigentlich rein? 1,4 Mille? Gar nicht so krass. Viecher! Du verstehst seine Sprache, Udi? Seit wann? Die Fischers. Die Fischers. Yo! Guck mal, er schaut einfach yo! Du verstehst aber seine Sprache, Udi, du bist wild. Das hätte ich da nie draus gelesen, also wirklich nicht. Niemals hätte ich das da draus gelesen, das ist schon wieder anders. Udi, danke für den verschenkten Sub an Otz! Ey, dankeschön. Einfach sehr lieb. Der hat es auch verdient. Also wenn es einer verdient hat, dann Otz. Der ist immer hier und schreibt immer gute und wichtige Sachen. Kann man nicht anders sagen. So, zack. Hier. So. Aber nee, das ist easy. Ich würde einfach sagen, ich glaube fast... Oh. Oh, shit. Ich wollte gar nicht reinspringen. Oh. Oh. Das ist die Brutmutter. Nice. Ey, Udi, echt lieb von dir, ne? Dankeschön. Wenn es einer verdient hat, Otz, ist einfach so. Bei uns passiert immer nichts, außer es ist windig. Außer, dass es windig ist. Ach so, Leute, ich dachte so, was zum Teufel. Verstehe schon wieder keine deutsche Sprache. Wo soll man denn mit dem Fenrir überhaupt hin? Wo packt man den bitte ein? Ey, damit kann man auch so gut Hide farmen und sowas, ne? Das war die ganze Zeit super nervig, auch diese Kristalle farmen und so. Alles kein Ding mehr, ne? Mit dem Fenrir einmal die Map hustlen, gar kein Ding. Einfach ein Traum. Einfach ein Traum. Wir müssen halt, mit Michi muss ich das halt morgen nochmal machen, ne? Scheiße. Ich glaube, mit dem muss ich nochmal gegen den Dingsboss kämpfen. Jedo, danke fürs Folgen, dankeschön. Super lieb von dir, Mann, dankeschön. Ich habe, glaube ich, dreimal Dankeschön gesagt, dann machen. Besser zu viel als zu wenig. Bin ich gleich zu Hause eigentlich? Nö. Schade, Eileen. Ey, Eileen, du bist ja richtig reich. Was zum Teufel? Woher holst du es nur? Ey, das war... Kann es sein, dass es so eine Hitbox von einem normalen Fenrir hat? Ich konnte gerade einfach durch den Torbogen laufen. Was war das denn? Durch den kleinen Torbogen.
Einfach mitten durchgelaufen. So, zack, hier. Alles auf eine Karte gesetzt. Ach so, oh lol, ich dachte, du bist all in gegangen, ey. Ich dachte, du bist wie ich all in gegangen. Gerade kurz in die Hose gemacht. Otz hat gewonnen, Otz wild, ey. Oh, Udi ist wirklich all in gegangen. Scheiße, das war schon wieder. Der schreibt gleich wieder Scam in Chat. Ich sehe es jetzt schon wieder kommen. So, was habe ich da alles drin? Jetzt werden wir mal eben sehen. Hat sich das gelohnt, was wir hier gemacht haben? Sell ohne Ende. Ich weiß noch nicht, wohin damit. Ganz viel Blut, ganz viel Fleisch und was weiß ich nicht alles. Kann ich das alles so transferieren und mal gucken, was dann noch übrig ist. So, warte. Piu. Hat das geklappt? Nö. Wo ist die Hitbox von dem? Oh, jetzt habe ich getroffen. Okay, Quelle ausgewählt. Und jetzt hier rein. Piu. 221 Slots. Ach du Scheiße. Oh, die Godly Wires, die muss ich noch raussehen. Das ist ja ganz wichtig. Wo muss ich denn hin mit den ganzen Sälen und so? Braucht man die überhaupt noch? Die braucht man nicht mehr im Leben, oder? Die sind jetzt useless. Ich glaube, ich brauche gar nichts mehr davon. Lucky Jump Lesser. Alles Shit, oder? Sehe ich da irgendwas? Nö. Alles Shit, glaube ich. Savage, nie wieder. Nie wieder. Du kleiner Lügenbold. Nie wieder werde ich das tun. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Oh mein Gott. Man kann die halt nicht einfach droppen, ne? Das wäre zu schön gewesen, wenn man alle auf einmal droppen lassen könnte, aber es geht wieder nicht. Hä, muss ich überhaupt noch meine Spinos und so weiter züchten lassen? Ich lasse jetzt meine Spinos die ganze Zeit züchten. Ich glaube, das bringt's gar nicht, oder? Weil die sind ja jetzt übel Shit. Die machen eine Mille und mein Fenrir macht 6. Dagegen ist das ja ein Witz. So, da bin ich wieder. Herzlich willkommen zurück. Koki, ey, so schnell kann es gehen. Du beehrst uns einfach schon wieder mit deiner Aufmerksamkeit. Ist das schön. Aber ich glaube, das lohnt sich nicht mehr so mit dem Spino. Ich glaube, die habe ich hier auf Dauer breeden, aber ist das so ein guter Weg? Die Spinos sind halt süß. Das ist aber das Einzige, glaube ich, was für die spricht. So, wir werfen die mal raus. Alles grüne Spinos. Nur die besten. Sir Udi, ja. So nennen wir ihn richtig. So habe ich ihn immer genannt. Noch nie einen anderen Namen für Udi gewählt. Lady Koki. Was ist nur los mit euch, ehrlich? Ich will nochmal einen anderen farbigen Spino. Das würde mich sehr glücklich machen. Nochmal so einen blauen oder sowas. Das wäre schon cool. Die grünen sind aber auch nice. Lieber eine kleine Armee haben, kostet ja nichts. Vielleicht weise Worte von dir wieder. Kann gut sein. Vielleicht hast du mal wieder recht. Ich habe einfach einen Stoffhut aufgehoben. Muss man auch einfach mal machen. Wie gut ist bei dir das Wetter? Ey, bei mir ist auch sehr, sehr warm. Sehr, sehr warm, ja, sind ehrlich. Ich wünschte, es wäre nicht so, weil ich kann mit Hitze nicht so gut umgehen. Ich bin da echt ein bisschen sehr empfindlich. Und vor allem dann noch, wenn man streamt in einem kleinen Raum mit einem heißen PC und so, stinkt schon übel. Ey, was zum Teufel? Das war die Armee der Schildkröten. Habt ihr das gerade gesehen? Was war da denn los? Ich würde gerne gegen eine Nightmare kämpfen, aber ich würde nicht gerne gegen eine Qualle kämpfen, weil das war nicht so cool. Wir sind älter, da wählt man diese Formulierung, ja. Ah, ich weiß nicht, ob ihr so alt seid, ehrlich gesagt. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es so schlimm schon ist. Ihr seid gehobenes Alter, aber ich auch. Ich muss mir das leider auch eingestehen. Ich bin jetzt auch 30. Ist over einfach. Hier Potions dabei? Tatsächlich nicht. Doch, habe ich. Ey, ich habe gerade fast den Fenrir verloren, ne? Ohne Witz jetzt. Ich habe gegen einen Karka gekämpft, gegen Nightmare Karka. Und der hat mir übel viel Damage gemacht und ich habe das nicht gemerkt, weil ich die ganze Zeit auf den Chat geguckt habe. Und ich habe halt vorher, wo ich gegen den gekämpft habe, habe ich gar keinen Damage bekommen, weil ich halt die ganze Zeit einen Sattel hatte. Und deshalb habe ich das nicht erwartet, dass ich so viel Damage bekommen könnte. Ja, wäre fast in die Hose gegangen. War knapp. War wirklich knapp. Hätte das nicht jemand im Chat geschrieben in dem Moment, wäre der, glaube ich, drauf gegangen. Ich habe ihn fast verloren. Ich habe ihn wirklich fast verloren. Aber das ist halt... Wenn man mit dem Chat interagiert, und das mache ich gerne, mein lieber Chat, ich weiß nicht, ob ihr es schon gemerkt habt, aber ich rede gerne mit euch und das mache ich auch gerne und viel und dann guckt man auch mal ein bisschen zu viel auf den Chat und dann passiert sowas auch mal. Achte doch bitte auf den Fenrir, ich versuch's ja. Also ich, hey, der farmt sogar Holzkohle, super nice. Ah, guck mal, jetzt kriege ich auch wieder gar nicht so viel Damage, oder? Nö, guck mal, fast gar nichts eigentlich. Oh nein, da kommt wieder ein scheiß NPC, der mich hochjagen will. Bitte bleib weg von mir diesmal, ich kann das nicht schon wieder. So, und den habe ich diesmal direkt weggegessen, bevor der mir wieder ankommt. Du kannst auch nicht deinen Fenrir opfern. Ja, für euch würde ich alles opfern, Chat. So bin ich nämlich. So bin ich. Hier, was machen diese komischen Bomben? Machen die auch irgendwas? Die machen...
Die machen Damage. Hä? Und die frieren ein oder so? Das wusste ich nicht. Hä, die frieren übel ein. Hä, wie lange? Jo, die frieren so lange ein, bis ich das fast wieder einsetzen kann. Nee, doch, ich kann sie wieder einsetzen. Hä? Jo, das ist ja OP, das wusste ich nicht. Ich habe das vorher gar nicht benutzt. Ich habe das vorher gar nicht benutzt, weil ich dachte, das wäre kacke. Ah, das ist ja gar nicht kacke. Das ist ja übel gut. Ja, und blame den Chat nicht, du Stinker. Ey, das ist... Ich blame euch nicht. Ich habe nur gesagt, dass ich viel interagiert habe. Das ist dann ja mein eigener Fehler. Und dachte, so, das erwähne ich einfach mal. Weißt du? Kann auch im nächsten Stream, gucke ich einfach gar nicht auf den Chat. Lass den Chat einfach aus, nächsten Stream. Und spiele einfach so. Kann ich auch machen. Mach ich Let's Play. Ehrlich, juckt mich gar nicht. Denkst auch, ich bin kein Let's Player. Ich bin Profi. Kann ich machen. Ey, Nightmare sind jetzt so easy, ne? Krass. Und vorher habe ich einfach einen halben Tag gebraucht. Versprichst du uns das? Was? Willst du das gerne, dass ich nicht mit euch rede? Das ist schon wieder gemein, ehrlich. Ich dachte, das wäre was Gutes. Ich dachte, das wäre was Gutes, also ich mich mit euch unterhalte. Schmerz lass nach, ehrlich. Weiß nicht, wie ich damit umgehen kann in Zukunft. Leon, nicht weinen. Leon, nicht weinen. Ich werde es nicht tun, Leon. Ich lasse dich im Stich. Ich hoffe, du weinst deshalb. Ich hoffe, du weinst nicht, weil ich gesagt habe, ich lasse dich im Stich. Tu's nicht, Leon, tu's nicht. Weil nicht für die falschen Dinge. Junge, es ist. Oh, hallo Fenrir. Hallo männlicher Fenrir, by the way. Männlicher Fenrir. Ich höre dir gerne zu, Marcel. Oh, das ist süß. Ich dir auch, Aline. So sind wir einfach hier zueinander. So eine großartige Kombination. Ey, Udi, da kannst du mal eine Scheibe von abschneiden, finde ich einfach. Ein bisschen hier, was die anderen schreiben. Die schreiben nämlich gute Dinge. Er kann nicht ohne uns. Was? Godly Fenrir oder was? Ja, Godly Fenrir, was soll ich denn sagen, hä? Was denn, Timmefeier? Hab ich auch einfach durchgeskippt. Was eigentlich mit den Buben da? Kann man die auch weghauen? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Aber wenn ich einen Dino-Tracker reinmache, theoretisch kann ich ja einfach den porten, falls es in die Hose geht, oder? Wäre eigentlich egal. An sich, oder? Mach einfach einen Dino-Tracker rein und guck, was passiert. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Ich meine, der hat mich übel aus dem Sattel geboxt immer oder so. Ich meine, der hat 4 Schaden gemacht. Ich weiß es aber nicht genau. Oh, der macht Damage. Macht der wilde Sachen? Der viert mich halt diesmal nicht. Ich wurde halt letztes Mal richtig... Oh, ich habe ihn eingefroren. Ich habe ihn eingefroren. Oh, nice. Letztes Mal wurde ich halt die ganze Zeit komisch gefiert und so. Das war doch mit dem Fawny Dragon. Die hier können nicht gefiert werden anscheinend. Das ist ja übel nice. Und so viel Damage macht er dann doch wieder nicht. Hier wieder diese komische Kugelattacke. Das dauert halt ein bisschen lange, bis die gecastet ist. So, aber das ist trotzdem voll gut. Eingeflogen. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich definitiv nicht gesagt. Ich weiß nicht, was du meinst schon wieder. Ja, wir sind einfach im Supreme Endgame, ne? Wasser, Marsch, ey. Hab ich Wasser, ja. Ich habe echt Wasser. Ich habe ein bisschen Angst um meinen Fernseher. Scheiße, Mann. Oh, ich habe auch ein bisschen Angst, irgendwas umzukippen. Ich muss aufpassen. Okay. Nicht, dass ich wieder Schläge bekomme. Na, fein, ne. Einfach der Meister, habt ihr das gesehen? Die ganze Zeit weiter attackt sogar. Hat der einen Namen? Nö, der hat keinen Namen. Hat er nicht. Ah, der ist so OP. Oh mein Gott, der ist so nice. Und ich habe sogar 25 in Gewicht geskillt. Also wenn ich die noch in Damage geskillt hätte, wäre der übertrieben. Ich habe aus Versehen Gewicht geskillt. Das war echt übel sad. Wenn man sie besiegt, ich habe keine Ahnung. Arschkackewurst. Och Mann, nee, warum denn? Warum muss der so heißen? Das ist auch noch eine Sie.
Dein Arschkackewurst Level 1200 hat einen Alpha Onyx gekillt. Tim hat noch Geburtstag, Tim hat echt noch Geburtstag, ja. Sei ihm gegönnt, ey. Hauptsache er ist glücklich. Hauptsache er hat eine gute Zeit. Oder so. Freuen wir uns alle. Alles Gute zum Geburtstag, Tim. Hey. Muss halt mein Fenrir drunter leiden. Schade. Hat's mal bei mir geredet. Ja, bei mir hat's mal geredet. Aber vorgestern, glaube ich. Gestern oder vorgestern, ich weiß es gar nicht. Ah, die Brutmutti werde ich mir auch noch snacken, aber nicht heute. Aber die wird auch noch dran kommen. Glauben das, Fallen Brutmutter, die kommt mir auch nicht davon. Und da werde ich auch wieder meine Fallen setzen und die reinlaufen lassen. So ein Ding ist das nämlich. Wer ist dieser Hahn? Warum bist du so die? Warum? Wie kann man so sein? Wie kann man so ein Bösewicht sein? So, ab nach Hause. Aber ich glaube, ich laufe nach Hause, weil wenn ich mich in die Base porte, dann stinkt das richtig, weil dann kann ich den nicht einpacken und der wird richtig stuck sein. Und wenn ich den einpacke, liegt halt das ganze Loot auf dem Boden und ich habe keinen Bock, dass das ganze Loot auf dem Boden liegt, von daher laufen wir jetzt nach Hause. Wir machen hier einen ganz entspannten Spaziergang. Boah, das könnte ich dann auch wieder mit der Transfergun wegschießen, das würde auch gehen. Kommt hier ein anderer Golem, kann ich den abbauen? Oh, ich kann den abbauen, kommt der andere Golem auch? Da oben ist er. Nice, den kann ich auch direkt mitnehmen. Oh, sogar der ist jetzt richtig schnell tot. Wie lustig schon wieder? Wie lustig sind sie schon wieder, der Herr? Bin ich fast zu Hause? Ne, ich bin schon wieder komplett falsch. Ey, ich sag dir, es ist so schwer, auf dem Boden lang zu laufen und seine Base zu finden. Irgendwie ist das einfach schwierig. Ich weiß nicht, vielleicht aber auch nur ich da Schwierigkeiten mit. Aber es sieht halt alles gleich aus und ich sehe nur Bäume bei dieser Kameraansicht. Ist halt ein bisschen schwierig, da irgendwie eine Orientierung zu haben. Da bin ich zu Hause? Nö, wo bin ich? Warum ist da hinten was sauer auf mich? Center sieht überall gleich aus, sieht echt vieles gleich aus, ja. Aber ich glaube, jetzt bin ich auf der richtigen Fährte. Hier am Strand erkennt man zumindest was. Ich verabscheue mich auf Netflix Queen of the South. Was ist das denn? Noch nie gehört. Ey, wünsche dir aber ganz viel Spaß, Odina. Habt eine gute Zeit da. Dass es dir gut geht. Warum kann ich nicht mehr rennen? Ich wurde angepupst von der Motte. Ich dachte schon, was ist jetzt denn los? Gute Nacht, Udi. Und danke nochmal für den verschenkten Sub und so. Dankeschön. Und danke fürs Helfen auch vor allem. Sonst hätte ich es nicht hinbekommen. Aber ich hätte es schon hinbekommen. Es hätte ewig, ewig gedauert. Also Dankeschön. So, wir sind zu Hause. Ist das wundervoll. So, jetzt erstmal diese olle Transfergun auspacken und erstmal alles wieder rüberschiffen. Zack. Hat geklappt. Und dann hier rein. Zack. Oh, was ist jetzt noch hier drin? Nur Scheiße. Und meine Emotion, die muss ich wieder rübernehmen. Ey, so nice. Sir Udi. Ja. Ja, schlafet gut, Sir Udi. Ja. Das klingt wirklich sehr gut. So, Arschkacke Wurst wurde eingepackt. Och Mann. Warum diese Namen? Warum? Womit habe ich das verdient? Ich verstehe es einfach nicht. Ehrlich, das ist schon wieder schrecklich. Aber, meine lieben Freunde, ich glaube, ich gehe langsam in den Feierabend. Ich will morgen das Ganze gerne nochmal mit Michi machen. Dem lieben Buben. Ich wünsche euch allen eine großartige gute Nacht. Schlaft alle gut, träumt was Schönes. Ich glaube, ich schicke euch einmal rüber zum Varrok. Der spielt Diabolo, wahrscheinlich ein Game, womit ihr nicht so viel anfangen könnt, aber wäre lieb, wenn ihr dem mal Hallo sagt, weil das ist ein super lieber Mensch, das ist ein guter Freund von mir, der streamt gerade. Auch wenn ihr mit dem Stream, mit dem Game nichts anfangen könnt, sagt vielleicht trotzdem mal Hallo und redet ein bisschen mit dem, da freut er sich drüber, okay? Wäre lieb, ich schicke euch da mal rüber, danke für den tollen Abend, wir sehen uns morgen wieder, morgen Abend bin ich wieder da, schlaft alle gut, träumt was Schönes, jetzt habe ich schon Tschüss gesagt, obwohl ich den Raid noch gar nicht angefangen habe, das ist schon wieder cringe, weil jetzt muss ich wieder 10 Sekunden warten, bis ich euch alle rüberschicken kann, aber das ist okay. Was für, oh nein, Natalie, nein, ah, Raid beginnt, scheiße, ja, tschüss, Leute, danke, dass ihr da wart, ey, sorry, Natalie.